Guten Abend, ihr wunderbaren Menschen. Da sind wir. Ich bin live. Hoffe ich jetzt? Bin ich? Ich habe gerade schon mal so kurz über den Chat geguckt. Hier sind ja schon ganz viele. Hallo, schön, dass ihr alle da seid. Auf einen wilden Dienstag. Und ich habe mitbekommen, einige haben ihre Box bekommen, manche ohne Ankündigung. Und da gab es jetzt gerade so ein bisschen Unruhe. Vielleicht macht das Sinn, dass wir zuallererst mal darüber sprechen. Also, meine Lieben, diese Box hat uns zum ersten Mal so richtig in die Knie gezwungen. Also, wir haben ja begonnen im Dezember 2019 und hatten dann eine unkomplizierte Dezember- und Januarbox. Die Februarbox 2020 war tatsächlich damals schon die erste, die betroffen war, aus Logistikgründen. Da war in China schon ein Problem und Stoff kommt ja auf dem Frachtweg aus Asien. Und seitdem hatten wir wilde Monate dabei, muss man sagen, wo Sachen auf den letzten Drücker kamen. In vielen Fällen haben wir auch Boxen nochmal getauscht, weil es eben anders nicht ging, haben wir eine andere vorgezogen oder irgendwann mitten in der Pandemie im letzten Jahr haben wir uns entschieden, wir packen eine Notfallbox, die wir einfach dazwischen schieben können, wenn es mal richtig brennt und waren sehr dankbar, dass wir sie dann irgendwann hatten, als es wirklich so dazu gekommen ist. Wir haben Material ausgetauscht auf den letzten Drücker. Wir haben also wirklich eine Menge gemacht, um das irgendwie immer möglich zu machen. Und bis auf, ich glaube, 2 Tage, die wir mal später waren, ist uns das eigentlich immer geglückt. Und mit dieser Box war es das erste Mal so, dass wir das absolut nicht geschafft haben, dass das nicht zu machen war. Und das lag an der Logistik. Das war also gar nicht das Verschulden jetzt vor Ort, dass wir das Manpower-mäßig irgendwie nicht geschafft hätten, auch obwohl das jetzt in Corona-Zeit natürlich auch echt erschwerte Bedingungen sind. Das hatte zu tun mit einem Unternehmen in Frankreich, das für uns produziert hat. Also wir haben in dieser Box etwas extra für uns produzieren lassen und das ist eine relativ kleine Manufaktur, die ist jetzt nicht riesig. Und die brauchten auch wirklich mehrere Wochen Vorlauf. Also die Produktion hat irgendwie Anfang Dezember begonnen, damit wir die Ware dann rechtzeitig bekommen. Und die haben das halt nicht geschafft. Die haben Personalausfälle gehabt, Corona-bedingt. Und dann hatten wir riesig Logistikprobleme. Auch das hat überhaupt nicht funktioniert. Ja, so kam es, dass diese Box tatsächlich deutlich später ist als alles, was wir bisher hatten. Und ich möchte mich bei euch entschuldigen. Ich weiß, ihr freut euch immer total auf den 17. Das ist ja so das Datum, das wir uns da immer gesetzt haben. Und ich finde das so schön, die Vorfreude, die ich ja auch manchmal mitbekomme. Und umso mehr tut es mir leid, wenn gerade in so Zeiten, wo viele auch in Quarantäne sind und sich doppelt freuen, sowas dann dauert. Aber es ist tatsächlich so. Es war absolut nicht zu machen. Wir haben alles versucht. Wir haben auch in diesem Fall versucht, Boxen zu tauschen. Ging nicht. Die Februarbox ist auf dem Schiff irgendwo draußen auf dem Ozean gerade. Und wir konnten es ja nur auch nicht nochmal irgendwie anderweitig produzieren lassen, weil es halt etwas war, was wir exklusiv für uns haben machen lassen in genau dieser Farbe. Und ja, also bitte seht uns das nach, dass das in diesem Fall erheblich wilder war als sonst. Ich lese gerade, die Box ist wunderschön. Ich freue mich total, dass sie euch so gut gefällt. Ja, es ist ja ein Taschenprojekt, das wir diesmal nehmen. Ich möchte das jetzt einmal vorher sagen. Ich werde heute nicht über den Inhalt dieser Box im Detail sprechen, weil ich weiß, dass es Leute gibt, die Box noch nicht haben. Und ich weiß auch, wie sauer manche da werden, wenn sie um ihre Überraschung gebracht werden. Wenn auf Instagram schon mal jemand vorab ein Foto zeigt oder so. Und deshalb, ich möchte das heute nicht tun. Wir haben, ich versuche mal gerade mitzulesen, so eine schöne Box. So ist das Leben, es gibt Schlimmeres. Ja, also irgendwann hat uns eine ganz liebe Kundin mal geschrieben, als wir schon mal so ein bisschen gehadert haben: Ihr seid doch keine Herzchirurgen, es stirbt doch keiner, wenn da jetzt was schief geht. Und das fand ich total schön und beruhigend, das auch zu sehen, weil im Kern stimmt es natürlich, ne?
Es passiert niemandem was, wenn die eine Woche später rauskommen. Aber es ist nicht der Standard, den wir an uns selbst und an unsere Arbeit haben. Oder das, woran wir uns auch selber messen. Und da tut es mir halt einfach immer richtig weh. Und auch allen, die hier arbeiten, die da echt immer so viel geben, dass das hier pünktlich rausgeht. Das tut mir einfach immer weh, wenn sowas passiert. Also. Sigrid schreibt, danke Barbara, sonst ist die Überraschung futsch. Es ist ja so, wir haben ja relativ fest am Dienstag den Abend, wo wir miteinander quatschen, wo wir uns freuen, dass wir beieinander sind, wo ihr gerne alle Fragen stellen könnt. Also bitte jetzt nicht zu Bestellung oder so, weil das kann ich nicht beantworten. Aber wir können wir über die Kutte sprechen? Ja, wir können über die Kutte sprechen. Wir können über die Pyjama-Party sprechen. Wir können über ganz viel sprechen, aber ich werde die Box heute nicht zeigen. Das mache ich ja normalerweise mal am Dienstag, dass wir zwar in aller Regel nicht nähen, aber dass ich die Box schon mal vorstelle. Das werde ich nicht machen, damit, ja, damit einfach alle da ihre Freude haben, wenn sie ihre Box haben. Ich kann es halt einfach nur sagen, dass da haben wir Sachen extra machen lassen. Es ist ein Taschenprojekt. Wir haben uns große Mühe gegeben, dass das gut toll aufeinander abgestimmt ist. Und ich hoffe, du, die da auf ihre Box wartet, freut sich jetzt einfach drauf, okay? Also wir können über Taschennähen generell sprechen. Ich möchte euch vielleicht gleich auch noch, wenn ihr mögt, ein paar Stoffe zeigen, die wir neu haben, die wirklich für Taschennäher ganz besonders schön sind. Also wenn dich das total inspiriert, Taschen zu nähen, dann können wir da total gerne drüber sprechen. Morgen ist ja, das ist ja dann nicht mehr hier auf YouTube. Wir haben das ja jetzt getrennt. Also diesen Dienstag, den behalten wir beide, ist mir so ans Herz gewachsen. Der bleibt. Das ist unser Tag, wo wir uns hier austauschen. Da ist jeder dabei, der gerne will. Und Mittwoch und Donnerstag haben wir ja so eine Art Mitgliederbereich. Ich habe das schon mal erklärt, warum wir das gemacht haben. Wir arbeiten ja ab diesem Jahr mit Experten und da freue ich mich auch schon ganz doll drauf. Da sind einige dabei, mit denen wir in diesem Jahr Boxen umsetzen werden und zeigen ja dann in den Lives auch ihre Schnittmuster und ihre Tricks und auch jetzt. Oh, jetzt schickt mein Kind mir hier Sachen. So, hört ihr mich noch? Ich hoffe. Vanessa Schnittmuster verfügbar. Regina, da antworte ich gleich drauf. Wo war ich jetzt? Ich war dabei, dass, ja, dass das halt Urheberrechtsprobleme sind, dass wir da Probleme bekommen, dass jemand sagt, nee, ich möchte das nicht öffentlich auf YouTube zeigen. Das Schnittmuster liegt bei mir im Shop oder das geht danach bei mir in den Shop und ich kann das Schnittmuster nicht mehr verkaufen und davon lebe ich, wenn wir das bei eurem Live einmal allen gezeigt haben. Und das ist natürlich ein total nachvollziehbarer Gedanke. Und so kam das eben auf, dass wir gesagt haben, okay, diese Abende mit den Experten, die gehören zur Box. Also diejenigen, die die Box haben, für die ist das dann eigentlich ja auch gedacht. Die haben das Material dazu und für die machen wir diese Expertenrunden. Und dann gab es einige, die gesagt haben, nee, ich will aber gar keine Box, aber ich habe total viel Freude an sowas. Ich lerne da immer was. Ich bin da immer gern dabei und daraufhin haben wir ja das Digital-Abo eingeführt. Also wenn du sagst, ich will total gern dabei sein, mich interessiert, was diese Experten da erzählen und ich will auch diese ganzen Tricks mitbekommen, so ein bisschen gedacht ist es ja als so ein bisschen als eine Nähschule, dass du einfach mit jedem Monat auch was Neues lernst. Ja. Das ist dann das digitale Abo. Und die Veranstaltung morgen und übermorgen ist also nicht mehr hier offiziell auf YouTube, sondern die richtet sich an die Mitglieder. Okay, also das nochmal zur Erklärung. Nähmaus hat Boxen abzugeben. Und zwar die Oktoberbox 2021, Weihnachtsbox. Und Juli, das war eine Tula Pink Box. Lese ich gerade. Ich habe die Tasche Roxanne schon 6 Mal genäht. So toll, ich liebe Tula Pink. Boah, Dagmar, Respekt. Weil die Roxanne näht sich gar nicht so schnell. Ich muss aber sagen, dass es eine meiner meistgenutzten Taschen ist. Also, ich habe sie nach dem Live nicht mehr genäht. Das war die letzte, die ich genäht habe tatsächlich. Aber da hatte ich ja schon einige, weil wir die natürlich auch, als das Schnittmuster entstanden ist, ein paar Mal gemacht haben. Und die habe ich total gerne und oft im Einsatz. Ich glaube, die einzige Tasche, die ich öfter genäht habe, ist Pekka.
Päcker? Nee, ich wirklich sehr, sehr viel, weil super praktisch, schnell genäht und ja. Ich bin schon ganz gespannt, was uns dieses Jahr erwarten wird. Also wir sind wirklich da mit Feuereifer dabei. Wir haben ja seit dem 1.1. die Friederike in unseren Reihen. Und da habe ich mich riesig drüber gefreut, als sich das im letzten Spätsommer ergeben hat, dass Friederike in unser Team wechselt, weil Friederike ist da ein totales Geschenk. Wir haben ja über das Quilt-Kollektiv schon intensiv miteinander zu tun gehabt. Da waren wir ja praktisch Geschäftspartner. Das haben wir ja als also als Gesellschaft auch gehabt, was ja auch ein Unternehmen war und ist, also als Unternehmen gegründet. Und insofern kannte ich die Friederike ja schon relativ gut und dadurch, dass wir auch miteinander gearbeitet haben, wir haben ja die Nähcamps vorbereitet, die wir teilweise machen durften, teilweise dann nicht mehr, aber ich wusste schon sehr viel, wie sie arbeitet und wie sie sich in Dinge reinhängt und sie ist ja auch in der Nähwelt uns allen bekannt und ja, dass das einfach auch passt, das war mir auf der Seite auch klar. Und als sie dann gesagt hat, ich bin dabei, habe ich mich einfach tierisch gefreut. Und Friederike wird ja jetzt das Planen der Boxen übernehmen. Und dazu gehört eben auch, da ist sie schon knietief drin, mit Experten sprechen. Ja, denn da hängt ja auch immer viel dazwischen. Ne? Da werden Verträge geschlossen und dann wird genau abgestimmt, was wird genäht, was wird gebraucht, was brauchen wir in der Box und welche Serie gefällt uns gut und welchem Experten gefällt das gut, was wir dann angedacht haben für den Monat und was sind Themen, die wir ansprechen wollen. Und wem trauen wir zu, dass er da viel beibringen kann? Und ja, da kommen total viele Dinge zusammen. Aber ich freue mich riesig auf dieses Jahr und auf die Menschen, die da jetzt dabei sein werden. Ein paar sind klar, ein paar sind nicht klar. Also da sind wir noch in der Planung. Aber ja, ich freue mich riesig auf dieses Jahr. Wird das morgen flüssiger laufen als das erste Mal? Liebe Sabine, eigentlich im Kern ist das relativ flüssig gelaufen. Ich bilde mir ein, ich habe das noch in Erinnerung vom letzten Mal, dass du da mit deiner Technik ein bisschen Probleme hattest. Also eigentlich funktioniert das allererste Mal, als wir das mit Vimeo gemacht haben, hat das nicht gut geklappt, weil wir das auf unserer Homepage eingebettet haben und die kam, obwohl Vimeo uns gesagt hat, dass es geht, mit dem Ansturm nicht so ganz klar. Deshalb machen wir das ja jetzt über Vimeo und ja. Da haben wir was zusammengestellt. Ich hoffe, wir kriegen das morgen noch auf den Weg. Da gibt es noch eine genaue Erklärung, wie man vielleicht das eine oder andere Problem da noch ein bisschen in den Griff bekommt. Du hast auch schon viel Roxanne gelernt. Ich bin hier im Rory-Fieber. Ja, Rory finde ich auch super. Ja. Das Digital-Abo kostet 14,90 € inklusive Mehrwertsteuer. Das ist auch monatlich, also 14,90 € und du bekommst im Digital-Abo immer das Schnittmuster und den Zugang zu den beiden Abenden. Also das, so setzt sich das zusammen. Hallo aus der Toskana. Boah, hallo zurück, grüß dich. Ich mag Friederike eine Kleinigkeit zukommen lassen. Geht nur an die Bochumer Adresse. Oh, Doris, das ist total lieb. Ja, gerne zu uns nach Bochum. Friederike ist regelmäßig in Bochum. Ich schicke sie entweder sofort weiter oder sie ist auch nächste Woche, glaube ich, wieder in Bochum. Insofern, ja, total lieb von dir. Ich habe Jule schon zweimal genäht. Es ist so schön, das immer auf Instagram zu sehen, was ihr gerne näht und was euch Freude macht. Ich habe jetzt Corona. Cheeseburger ohne Käse. Oh Mensch, das tut mir leid. Ich hoffe, du bist gesund. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich habe das jetzt, also wir haben hier massiv Probleme mit Corona. Wir sind natürlich auch im Ballungsraum. Wir haben aktuell 4 Mitarbeiter in Quarantäne. Wir haben auch welche, die schon wieder da sind, die schon einmal mit der kompletten Familie durchgegangen sind. Wir haben in der Familie an verschiedenen Stellen mit Corona zu tun. Unsere Nachbarn sind erkrankt. Wir hatten alle schon, also meine Kinder waren beide schon zu Hause, allerdings mit Verdacht, weil mit positiven Pooltests in der Schule, die dann aber
unsere Familie nicht betrafen, aber es ist, wir sind umzingelt von Corona-Patienten. Und es ist schon heftig zu sehen, wie unterschiedlich diese Krankheit verlaufen kann, wie es manchen überhaupt nicht trifft, die dann einfach nur einen Schnupfen haben und andere völlig, völlig daniederliegen, in einem wirklich sehr, sehr schlimmen Zustand. Also im letzten Jahr gab es im weiteren Bekanntenkreis auch Todesfälle. Also das ist schon sehr, sehr, sehr heftig. Und das macht es natürlich auch für uns gerade nicht so ganz einfach, sicher miteinander zu arbeiten. Ja, uns fehlen natürlich viel Mitarbeiter, fehlt natürlich total. Kannst du, ich lese gerade, du hast uns was geschrieben, kannst du bitte an hallo@ schreiben? Die Yvonne macht bei uns den Support. Vielleicht ist Yvonne auch gerade hier, weiß ich jetzt gar nicht. Und die hilft dir ganz sicher gerne. Jenny hatte Probleme am zweiten Tag mit dem Live. Also wir haben so ein kleines Troubleshooting, na, das ist jetzt Neudeutsch. Also so ein, wie mache ich das, dass das sauber läuft, bei mir zusammengeschrieben. Und ich hoffe, dass das jetzt sauber läuft. Wir haben da sehr unterschiedliches Feedback bekommen. Teilweise absolut kein Problem, Technik war super, alles gut. Also, was wir schon machen werden, ist in jedem Fall, wenn wir mit mehreren zusammen arbeiten, dass wir Ansteckmikrofone nutzen werden. Der Ton ist dann etwas schwieriger. Ja, das hatte ich nicht bedacht. Wir werden auch technisch da etwas anders machen. Worum soll ich mich kümmern? Ich weiß gerade nicht, was du meinst. Oh, was sehe ich im Hintergrund? Ja, ich hab eine neue Maschine. Kann ich gleich erzählen. Ja, ich finde auch auf Instagram die verschiedenen Dinge zu sehen, macht mir jedes Mal total Spaß. Barbara, die Sophie ist ein regelrechter Hit hier in den Niederlanden. Hab die schon 100 Mal genäht als Lippenstift und Make-up-Tasche. Also ich liebe deine Schnittmuster. Ganz vielen Dank, Dagmar. Da freue ich mich total drüber. Apropos Schnittmuster. In diesem Monat gibt es natürlich auch eins. Es gibt eine Tasche. Und jetzt ist es so, dass wir hauruck bis. Also, wie war das? Wir haben gestern Morgen noch ganz lang gepackt. Wir haben am Wochenende gepackt. Wir haben die Ware in 8 Chargen bekommen und immer das, was wir hatten, konnten wir irgendwie wegpacken. Und wir haben also wirklich bis zum letzten Drücker gestern gepackt, damit diese Boxen irgendwie jetzt noch rausgehen, damit wir an dieser Live-Woche festhalten können, die sich ja viele geplant haben, die sich auch die Petra geplant hat, die da jetzt auch Kamerateam da hat für morgen. Also da steckte immer ein hoher Planungsaufwand dahinter. Und ich wollte einfach verhindern, dass wir uns verschieben müssen. Und insofern haben wir ja gepackt, was das Zeug hält, damit wir das alles auf den Weg bekommen. Und erst danach konnten wir das finale Schnittmuster fertig machen, weil wir machen das ja immer mit den Stoffen, die in der Box sind und mit den Materialien aus der Box. Und die hatten wir ja noch vorher nicht. Also jedenfalls die finale Version, die dann auf den Fotos ist dann entstanden. Die muss dann noch durch die Grafik. Und so kam das, dass das Schnittmuster ein bisschen später kommt. Das ist ja leider immer so. Aber morgen sprechen wir mit der Petra. Morgen sprechen wir über Nähmaschinen. Und das ist, glaube ich, für ganz viele ein sehr spannendes Thema. Also Petra ist ja auch hier in unserer Runde immer ein gern gesehener Gast, der oft gefragt wird. Also morgen wird es sowieso auch noch mal eher um andere Themen gehen. Aber bis Donnerstag wird jeder seine Box haben. Bis Donnerstag habt ihr das Schnittmuster und dann legen wir los und besprechen das Schnittmuster. Und ich zeige euch die kniffligen Stellen auf jeden Fall, wo vielleicht der ein oder andere sich freut, wenn er ein bisschen Bildmaterial noch mal bekommt. Jeanne schreibt, ich muss mich nochmal bei Yvonne bedanken. Sie hat mir mit meinem Digital-Abo sehr geholfen. Ja, die Yvonne macht ja bei uns den Support. Und die ist ein Goldstück und hilft uns da ganz toll. Und ich hoffe auch euch. Ihr könnt sie immer erreichen über hallo@das-mach-ich-nachts.com. Und ich bitte euch, auch alle Fragen an sie zu richten, weil sie ist quasi so ein bisschen der, ja,
Sie ist die Schnittstelle zu allem. Sie ist die Schnittstelle zu mir, wenn es Fragen sind, die mich betreffen. Sie ist die Schnittstelle zu Dingen, die sie sofort beantworten kann. Teilweise betreffen die Technik, dann wird wieder die Technik befragt, teilweise das Shop-Team, dann bringen die das in Ordnung. Also es ist für unseren Ablauf wirklich wichtig, damit das wirklich sauber läuft, dass das alles an Yvonne geht. Da ist sie, Yvonne. Hi. Fragen zu Stoffkombis können mal etwas länger dauern. Da brauche ich gelegentlich Hilfe aus Bochum. Den ganzen Shopbestand habe ich nicht in meiner privaten Sammlung. Ja, das ist so, dass wir dann tatsächlich uns ja auch bemühen, Stoffe zusammenzustellen und wirklich dann auch zu beraten. Und bitte, bitte an Yvonne, egal an wen es am Ende gerichtet ist, auch wenn ihr mir schreibt, bitte trotzdem an Yvonne schreiben, weil das einfach vom Handling her für uns eine super Sache ist, wenn das zentral ankommt. Dann wird auch nichts vergessen und jeder kriegt die Antwort, die er gerne hätte. Grüße an Friederike. Hab jetzt das Top vom OneSquilt genäht. Mein erster Quilt wird bald fertig. Hat super geklappt. Silvia, ich freue mich riesig. Ja, der OneSquilt von Friederike, stimmt, das habe ich gerade ganz vergessen zu sagen. Die Friederike hat ja im letzten Sommer ein Schnittmuster für uns gemacht. Und das war der OneSquilt, der ganz, ganz beliebt bei euch war und der ganz vielen Leuten zum Quilten hier geholfen hat. Und ja, insofern, da habt ihr auch Friederike ja im Live schon mal gesehen. Anregung zum Vimeo-Video, könnte man die auch downloaden? Wenn man es ja bezahlt hat, dann kann man es ohne Internet schauen, das bei einigen ja ein Nadelöhr ist. Ist das nicht eine abartig große Datei? Ich finde das raus, Miriam, okay? Da sitze ich auch gerade dran, es macht so viel Spaß. Ach, die Download-Funktion gibt es? Ein Platinstück ist die Yvonne. Yvonne, hast du das gehört? Du bist ein Platinstück. Hab jetzt auch endlich eine Overlock. Ist ein ganz tolles Teil. Ich habe die Box noch nicht bekommen. Wie kann man am Live denn teilnehmen? Kann man auch das Schnittmuster irgendwo runterladen? Ja. Kannst du, wenn du die Box bekommen hast, egal ob du jetzt ein Abonnent bist oder eine Einzelbox gekauft hast, bekommst du automatisch den Zugang. Der wird dann in deinem, also du musst dich immer auf unserer Seite anmelden mit deinem Benutzernamen. Und wenn du angemeldet bist, dann kannst du in deinem Kundenkonto dich einwählen. Ein Hoch auf Yvonne, das klappt immer super. Yvonne ist ein Fels in der Brandung. Ja, die Yvonne ist wirklich ein Goldstück, die uns da ganz, ganz toll geholfen hat. Immer gern, schreibt sie. Ja, ich muss das echt sagen. Also, das war ja wirklich in den ersten Monaten noch ein Riesenproblem, immer wieder bei uns, weil wir so viele Anfragen bekommen haben und so viele E-Mails und dann manchmal wirklich gar nicht mehr hinterherkamen. Und das hat mich ganz, ganz traurig gemacht, dass wir da an der Stelle nie den Support leisten konnten, dem mir eigentlich so wichtig ist. Und Yvonne hat das Ganze gedreht für uns und hat das echt super im Griff. Und ich hoffe, das klappt auch alles. Und wie gesagt, ich möchte nur immer wieder dran verweisen, wenn Fragen sind, immer in diese Richtung, das ist der Weg, der am sichersten funktioniert. Ist das Schnittmuster in der Box? Dann fände ich es gut, als neue Digitalabonnentin das Muster gleichzeitig zu bekommen. Nein, ne, liebe Edith, das ist nicht in der Box, sondern das muss immer runtergeladen werden. Das gilt für alle. Das wird immer digital zur Verfügung gestellt. Und es ist aber aktuell noch nicht online. Ich habe es gerade gesagt, wir machen das Schnittmuster immer mit den Materialien aus der Box. Und da wir die in diesem Monat so spät ja erst bekommen haben, das hatten wir jetzt wirklich haarscharf so, dass wir die Box gerade eben noch rausschicken konnten, vor dem Live, dass wir das Muster jetzt noch einmal durch oder es ist durchfotografiert und es muss halt jetzt grafisch aufbereitet werden und dann ist das Schnittmuster fertig. Bin jetzt. Hallo Annelie, grüß dich. Ja, Mensch, Yvonne, du wirst hier gefeiert heute. Zu Recht. Ja, also offensichtlich funktioniert das sehr gut und darüber freue ich mich ganz doll. Und ich glaube, Yvonne auch, dass ihr das wertschätzt. Das finde ich total schön.
Ich habe gerade kein Projekt. Hat jemand eine Idee? Ja, dann schau dir mal unsere Inspirationsseiten an. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Wir machen immer, wenn wir eine neue Stoffserie haben oder weitestgehend, Inspirationsseiten. Und der spannende Teil ist, und das möchte ich einfach euch jetzt allen ans Herz legen, die sagen, oh, ich mag die Serie ja gar nicht oder ich habe im Moment überhaupt keine Lust, Stoff zu kaufen, ich habe genug, keine Ahnung. Schaut euch die doch trotzdem an. Ich mache mir da immer ganz viel Mühe mit, dass ich viele Ideen zusammentrage, was man daraus nähen könnte. Und da sind ganz oft kostenlose Anleitungen verlinkt oder Tutorials, also auch ganz oft Sachen, die eben umsonst aus dem Internet sind, die ich einfach gut finde und die ich mir sehr gut vorstellen kann aus eben diesen Stoffen. Und das ist ganz regelmäßig, dass Kunden schreiben, oh, ich habe das in der Inspirationsseite von da und da gesehen und das hat mir total gut gefallen, das kannte ich noch nicht. Also nehmt das wirklich als das, was es ist. Es soll euch einfach inspirieren zu nähen. Und es ist mir ganz egal, ob ihr das aus den Stoffen näht oder aus irgendwas, was ihr zu Hause habt. Näht einfach. Es macht doch Spaß. Und es ist wirklich der Wahnsinn, was man manchmal auch kostenlos als Anleitung im Internet finden kann. Und insofern möchte ich euch das einfach mal ans Herz legen oder dir, wenn du jetzt ein schönes Projekt suchst, wenn du bei uns auf der Seite auf Stoffe und dann den allerersten Button oben, Stoffserien gehst, da findest du die ganzen Inspirationsseiten, die wir gemacht haben. Und da sind, wie gesagt, sehr, sehr viele Anleitungen dabei. Ich nähe gerade den Quilthütten-Gaudi, auch mein erster. Die Blöcke sind fertig und werde gerade aneinandergereiht. Vielen Dank, dass ihr so viel Spaß an diesem Quilt hattet. Ich liebe die Stoffmischung, die wir dafür gefunden haben. Die mochte ich wirklich sehr, sehr, sehr. Und Hüttengaudi ist einfach ein total schöner Quilt, weil wir gesagt haben, wir machen kein Live zur Weihnachtsbox. Und das ist einfach etwas, was sehr schnell geht und was auch einfach gut zu meistern ist. So ein Log-Cabin-Block für nicht so erfahrene Quilter. Und das war mir einfach wichtig, weil wir jetzt nicht so eine Rücksprachestunde dazu hatten. Und ich habe die erste gesehen, keine Ahnung, 3 Tage danach. Also manche sind da ja wirklich ruckzuck durchs Projekt geflogen. Das finde ich sehr, sehr cool. Welches Vlies ist erforderlich für die Januartasche? Ich habe die aus 2 verschiedenen Fliesen genäht. Ich habe Verschiedenes ausprobiert in der Testphase. Also ich nähe das schon, muss da ja vorab schon mal, um es zu testen. Und da habe ich einmal G700 benutzt, aber noch lieber mochte ich H640. Also ein Volumenvlies wie H630, H640 ist eine super Sache. Also wenn du sowas nicht zu Hause hast, dann würde ich dir das schon mal ans Herz legen. Das sind auch sehr verbreitete Fliese. Also H36, H640 gibt es überall, auch bei uns. Und ganz viele haben das auch zu Hause. Vielen, vielen Dank nochmal für meinen Gewinn aus dem Adventskalender. Ich dachte, ich hätte ein Schreckband vor mal gewonnen und dann so ein kleines an so ein kleines Metalldingelchen gedacht. Nee, nee, Sabine, da gab es ja, da gibt es den passenden Fuß dazu und das ist ein richtig tolles, tolles Ding gewesen. Ich habe den auch, diesen Schrägbandformer, der ist sehr, sehr cool. Man muss sich so ein bisschen einfummeln damit, aber ich kann dir das total empfehlen, dass dich da wirklich mal mit auseinanderzusetzen und das einfach mal ein paar Mal zu versuchen. Und was mir sehr hilft, ist ein Stiletto. Damit ich das noch besser führen kann. Ich finde überhaupt, wenn man Schrägband annäht, egal mit welcher Methode, finde ich das hier ein sehr, sehr, sehr nützliches Teil. Und ich habe letzte Woche meine liebe Nähfreundin Carola gesehen und die hat mir auch gesagt, dass ich habe ihr den mal geschenkt, dass das tatsächlich eines ihrer nützlichsten Nähtools ist. Und dass sich da heute so drüber noch freut, dass ich hier den mal mitgebracht habe. Und da habe ich mich dann wieder so drüber gefreut. Gibt es. Super. Ich komme hier gar nicht mehr mit, so viele Fragen. Aber ich will das kurz, diesen Satz. Kommt das kosmisch? Oh Gott. Ich hoffe, ich habe jetzt keine Frage überlesen gerade. Das ging jetzt sehr schnell. Dieser Stiletto ist wirklich ein ganz, ganz nützliches Nähteil. Und wenn du dir mal irgendwie selber was Gutes tun willst oder dich beschenken lassen willst oder jemanden lieben beschenken möchtest, dann möchte ich dir das sehr ans Herz legen. Ein Stiletto ist ein, der hat so eine
Metallspitze, die ist so ein bisschen aufgeriffelt, also die, damit die ein bisschen besser Grip hat auf dem Stoff, ist die ein bisschen rippelig. Und die hat auf der Rückseite hat der so ein so eine schräge Kante. Und du kannst also beide Seiten. Ihr Lieben, ich hoffe, ich habe es gleich, während ihr hier so viel schreibt, keine Frage überlesen. Im Zweifel bitte gleich nochmal fragen. So, Stiletto. Dieser Stiletto hilft dir dabei mit seiner Spitze, die eben sehr gut auf dem Stoff hält, dass du Stoff sehr, sehr genau führen kannst, auch wenn, also da, wo die Finger nicht mehr hinkommen, jedenfalls nicht, ohne dass du garantieren kannst, dass es irgendwie wehtut. Und bei Schrägband ist das ja zum Beispiel so. Also wenn du quasi das Schrägband immer mit dieser Spitze, also angenommen, ich nähe und das ist mein Schrägband und ich halte mir das immer vor der Nadel so ein bisschen fest, ne? Ich kann das halt sehr, sehr präzise führen und das gibt halt super Ergebnisse. Es gibt auch viele andere Sachen, wofür ich das sehr, sehr gut geeignet finde und das auch oft und gerne benutze. Aber ich finde, am allerpraktischsten ist der bei Schrägband. Und deshalb, wenn du gerne Schrägband nähst, empfehle ich dir den. Super Gerät von Annie. Ja, der ist von bei Annie. Das, ich finde, das ist der Beste. Es gibt verschiedene auf dem Markt, aber ich finde, der ist der Beste. Deshalb ist das der, den wir haben. Wird es die Stoffe für den Hüttengaudi-Quilt nochmal geben? Ich warte ungeduldig auf das Pure Solid in Magnetism und Freckled in Acorn. Du hast das Problem benannt, liebe Sabine. Diese beiden Stoffe quälen uns. Wir hätten euch so gerne so viel mehr angeboten davon, aber die beiden Stoffe sind leer gegangen. Und das Problem ist, Art Gallery hat eigentlich einen riesigen Lagerbestand an Solids. Die haben eigentlich immer so 800.000 Meter auf Lager. Unser Großhändler hat auch immer gerne mal 200 Meter. Also normalerweise ist das sehr, sehr easy. Und deshalb haben wir von den Pure Solids auch eigentlich immer Bestand. Die laufen bei uns eigentlich selten leer. Aber der ist tatsächlich bei denen leer gelaufen, bei Art Gallery. Wir hatten für die Weihnachtsbox alles vom Großhändler aufgekauft und Art Gallery ist leer gelaufen. Und so kommt es, dass diese Farbe jetzt tatsächlich für eine ganze Weile aktuell nicht verfügbar ist, weil sie muss nachgedruckt werden, sie muss rübergeschifft werden, sie muss durch den Zoll, lalala, das ganze Tralala. Und sobald er wieder da ist, was jetzt für Anfang Februar angekündigt ist, wird auch Acorn wiederkommen, der kommt von Cotton and Steel, den kriegen wir auch nochmal und dann packen wir das auch nochmal. Also wer dann Hüttengaudi noch in der Originalmischung nähen möchte, dann werden wir nochmal Sets nachpacken. Aber es ist tatsächlich ganz mühsam. Es sind sehr schöne Anregungen dabei. Der Hüttengaudi-Quilt aus der Weihnachtsbox ist super. Ich freue mich. Kannst du noch mal Yvonnes Adresse nennen? Sehr gerne. Das ist hallo at das minus mach minus ich minus nachts.com. Also eigentlich die Website-Adresse. Hallo at und dann die Website-Adresse. Also mit com am Ende. Okay? Holzgriff, okay. So, wird es das Reißverschlussset zur Dezemberbox nochmal geben? Uns fehlt Lila aktuell. Wir haben die anderen vier Farben noch. Petra, wenn dir damit geholfen ist, dann können wir das nochmal als vierteiliges Set einstellen. Lila ist aktuell aus und kommt wahrscheinlich auch erst Ende Februar wieder. Es ist alles so mühsam im Moment. Dachti wird genäht. Tina, nee, eigentlich wird dienstags gequatscht. Der Inhalt der Box ist super. Was machen da 2 Tage? Ja. Am ersten Abend wurde noch nie genäht. Das will ich so nicht stehen lassen, liebe Miriam. Es gibt mal, da haben wir genäht, aber es ist eher selten. Meist kommen wir hier irgendwie, wie müssen Dinge besprochen werden, okay? Ab Tag 1, 2 und 3 wird normalerweise genäht. Kommen nochmal mehr schmale Reißverschlüsse in den Shop. Wir haben aktuell. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie die Bestände sind, aber wir haben geliefert bekommen vor 2 Wochen oder so. Weiß,
blau, grau, schwarz als schmal. Die schmalen weißen, diese Ton in Ton für Quiltrückseiten, für Kissenrückseiten und so, die kommen auch noch mal in 2, 3 Wochen ungefähr. Und dann werden wir ja zukünftig auf euren Wunsch hin, das habt ihr mir hier gesagt, dass ihr das haben wollt, die Reißverschlüsse matchen, ne? Also einen breiten, einen schmalen in derselben Farbe, damit ihr das für Taschen besser abstimmen könnt. Kommt die Serie Cosmic Sea in den Shop? Cosmic Sea, Cosmic Sea, Cosmic Sea. Was ist das für ein Hersteller? Wer hat die? Cosmic Sea. Hilf mir mal gerade, Sarah. Ich liebe den Quatsch abends in Petra. Du hast jetzt Chanelit bestellt oder wird das nichts? Ah Gott, ich habe dich ja, ich will es ja gar nicht laut sagen, aber ich habe es vergessen. Wir haben das in Bochum, aber ich wollte ein Projekt damit umsetzen und euch das zeigen. Und als der Corona-Wahnsinn so richtig gewütet hat, bin ich da gar nicht zugekommen. Kommt nochmal die Ersatzripper für den Stella. Kommt alles nochmal. Also Reißverschluss, da warten wir wirklich sehnsüchtig auf eine große Lieferung. Wir haben eine Teillieferung, die wir in den Shop stellen könnten. Und dann stellen wir ja um auf das neue System, kleine und große. Sabine, Reißverschlüsse schmal, weiß mit, also sind im Shop. 50 cm. Wenn du suchst, Reißverschlüsse 50 cm. Ich hoffe, sie sind jetzt da gerade. Ich habe den Bestand gerade nicht im Kopf, aber wir haben auf jeden Fall reichlich bekommen vor 2, 3 Wochen. Ich kann die Reißverschlussauswahl kaum erwarten. Ich finde das neue Konzept grandios. Danke, Teschi. Also der Plan ist ja, Solids passen zu Schrägbändern, passen zu Reißverschlüssen und ha, ab nächster Woche. Ich denke, nächste Woche, spätestens übernächste Woche, werden wir unser Sortiment an Gurtbändern ganz, ganz weit erweitern. Weil das war so für uns der nächste Engpass. Ihr kennt ja diese Gurtbänder, die wir von Merchant Mills haben. Ich finde die richtig, richtig gut. Die sind sehr, sehr wertig. Und das Problem, das ich mit denen aber hatte, war, die Farbauswahl ist zu klein. Das sind einfach zu wenige Farben. Das, was da ist, ist super schön, finde ich. Aber ja, es war zu wenig. Und da haben wir jetzt, ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher, auf 40 Farben aufgestockt. 40, 50? Ganz genau weiß ich es nicht. Aber ja, da gehen wir jetzt in die Vollen. Also wir werden ganz, ganz, ganz viele schöne Gurtbänder zukünftig haben. Das war nämlich für mich sehr lehrreich, als meine liebe Nähfreundin Daniela, mit der ich ja das letzte Live bestritten habe, bei uns war. Die wohnt ja in Bochum und wenn die mich besuchen kommt, dann hat sie natürlich auch die Möglichkeit, wenn sie irgendwas braucht, dann stellt sie sich das zusammen. Und die hat zu Weihnachten für ihre Freundin Taschen genäht, so Bauch, nee, wie heißen die? Das sind, die trägt man so diagonal und die haben, das sieht aus wie ein Bauchgürtel, den man hier vorne trägt. Ich weiß nicht, wie das Schnittmuster ist. Ich glaube, das war von Lene P. Ganz sicher bin ich mir nicht. Ich habe die Tasche noch nie genäht. Cosmic Sea von Cotton and Steel. Dankeschön. Haben wir nicht bestellt. Ich kann aber was bestellen. Also wenn ihr die explizit haben wollt, irgendeinen bestimmten Stoff oder einen Pre-Cut oder so, sagt mir einfach Bescheid an hallo @ und dann kümmern wir uns drum. Soll das Innenfutter auch verstärkt werden? Nein. Nur außen. Du brauchst 70 cm. 70 cm Vlies. Also so in der Breite, die Flieseline hat, ne? Also G700 oder H640, H630. Wenn du das zu Hause hast, alles fein. Oh Gott, Amaya, ich kann dir gleich mal zeigen. Ein paar habe ich hier zu Hause von den Chanel-It. Ich muss die gleich mal suchen. Die liegen hier irgendwo. Ich habe die aus dem Bild geräumt, damit es hier ein bisschen ordentlicher aussieht. Aber irgendwo liegen sie ja. Ich gucke gleich mal. Vier Farben würden wir. Ja, bitte an Yvonne schreiben. Bitte an Yvonne. Nicht unter den schmalen Reißverschlüssen. Yvonne, kannst du mal gerade helfen?
Wir haben neue Reißverschlüsse eingestellt vor 2 Wochen. Schmale Reißverschlüsse, 50 cm in Weiß, in Schwarz, in Dunkelblau, in Smoke. Das waren die Farben, die wir jetzt schon mal geliefert bekommen haben. Und die haben wir eingestellt. Ich hätte so gern Gurtbänder in 30 cm Breite, also 30 mm. Die meisten, die wir bekommen, haben 40. Wir haben auch 30er dabei. Aber die meisten haben 40, weil das tatsächlich die praktischste Länge ist. Wo war ich? Mensch, ich habe doch alles vergessen hier. Also, und die Daniela, da ist mir so ein bisschen aufgefallen, dass das gar nicht so einfach ist. Bauchladen, so heißt der Laden. Das Ding Bauchladen. Und die hat sie genäht. Wild at Heart haben wir nicht bestellt. Aber auch da gilt, wenn ihr etwas braucht, sagt einfach Bescheid. Genau, Bauchladen heißt die Schnittmuster. Und sie hat das genäht, dreimal für Freundinnen in verschiedenen Farben. Und es war für sie wirklich schwierig, passenden Oilskin mit passendem Gurtband und dann die richtigen Metallstieber und so zusammenzustellen. Und da ist mir so aufgefallen, okay, das ist nicht optimal gelöst bei uns. Und wir müssen das viel einfacher machen für unsere Kunden, für euch, für Daniela, sich das zusammenzustellen. Und da kam eben die Idee auf, dass wir einfach da unser Sortiment auch ganz doll erweitern müssen, damit das noch viel schöner aufeinander abgestimmt werden kann mit Reißverschlüssen und so. Wir haben da nämlich ganz, ganz tolle Kombis für sie gefunden. Sie hat super schöne Taschen genäht, aber es ist für sie online tatsächlich schwierig gewesen, die zusammenzustellen. Und da habe ich gedacht, okay, Barbara, das muss besser laufen hier. Könntest du etwas zur Qualität der Reißverschlüsse sagen? In der ist der Unterschied zwischen breiten und schmalen Reißverschlüssen nur die Optik oder sind die breiten Reißverschlüsse robuster? Ich kann dir gleich mal welche zeigen, okay? Wird es eine Improv-Box mit Daniela geben? Das wäre super. Wir denken da tatsächlich drüber nach. Ich bin total dafür. Sie ist ein absoluter Improv-Experte, und ich bin absolut dafür. Kannst du was zu den unterschiedlichen Klepperhölzern sagen? Gruß Silke. Liebe Silke, Grüße zurück. Es ist reine Geschmackssache. Das eine ist Eiche, das andere ist Birke. Das, was du schöner findest, die funktionieren gleich. Das hat gar keinen Unterschied. Wir haben aktuell keinen auf Lager. Aber wir kriegen die auch wieder. Gurtbänder in 3 cm sind auch toll. Die 4 cm rutschen bei mir leichter von der Schulter. Okay, Miriam, danke für den Hinweis. Ich musste mich auf also es gab die Wahl zwischen 30, 35 und 40 und ich habe mich für 40 entschieden, weil jedenfalls für das Gros, weil ich die tatsächlich am praktischsten finde. Aber wenn das Feedback ist, 30 wäre besser, 30 mm. Ich bin, das, was euch gefällt, ist bei uns richtig im Shop. Fertig. Da ich ein Stück von der Stella-Reißverschluss für die Sew Together Box verwendet habe, fehlt mir ein Stück für Stella. Gibt es einen Trick zur kleineren Version? Oh, ja, du musst, naja, schwierig. Die Proportionen verschieben sich dann. Wenn du es kürzer nähst, wird das so ein hoher Schlauch. Ich habe da ganz viele Versuche mitgemacht und es war tatsächlich diese Länge, die zum besten Ergebnis geführt hat. Braucht man für die Tasche noch zusätzlich Stoff? Nein. Kommen auch Stoffserien von Lori Holt. Die finde ich immer besonders schön. Lori Holt hat ja in aller Regel so Gingham, Karos und so. Ich habe von ihr bestellt, also wir haben im Angebot, glaube ich, sind die gerade, 2 Ginghams von ihr. Rosine und Himbeere, die mochte ich sehr. Da haben wir noch Reste von gehabt, die sind gerade bei uns im Angebotsregal. Und wir hatten Backingstoffe von ihr. Die sind aber, glaube ich, gar nicht mehr da. Ah, Cremeweiß ist noch da. Okay, alles klar. Lori Holt hat aber ein tolles neues Buch. Das haben wir vorbestellt. Okay, Yvonne hat gerade geholfen. Vielen Dank. Reißverschlüsse und dann schmale Reißverschlüsse anklicken. Da findest du die. Und die einfachen weißen für die Kissen, die kommen ganz bald. Die sind in 2 Wochen wieder da. 3 Wochen. Ja, ich finde es ziemlich schwer, Sachen online zusammenstellen. Bin froh, wenn ihr da helft zukünftig. Ursula, das ist mir halt so ein großes Anliegen gewesen, ne? Weil das einfach auch schwer ist. Deshalb haben wir ja gesagt, wir matchen jetzt automatisch in der Farbe die Solids mit den Schrägbändern, mit den Reißverschlüssen, wo immer wir können mit den Gurtbändern. Dass man einfach weiß, okay, wenn ich jetzt eine grüne Tasche nähen will und die soll
beige Akzente haben, dass du weißt, ich habe immer denselben Beige-Ton. Ne? Also mir wäre das irgendwie wichtig. Ich finde das schön. Und deshalb ist mir das so ein Anliegen, dass wir das machen. Was ist Improv? Improv bedeutet, das ist ein klein bisschen, ja, wie das, was wir im Dezember gemacht haben. Du nähst ohne jedes Schnittmuster. Du nähst, du schneidest vorher deine Streifen nicht kaum zu. Und also du baust schon Blöcke, aber das hat ein bisschen mit Malen eigentlich zu tun. Und wenn du der Daniela folgst auf Instagram, dann siehst du ganz viele ihrer Quills, weil das ist die bevorzugte Methode von ihr. Das ist Block M Quills, also Block Quills, heißt sie auf Instagram. Und wenn du guckst, was sie dort näht, dann ist das Improv. Du hast gut aufgepasst. Ich habe auch das Problem von Daniela. Ja, das ist Improv mit Daniela. Wäre grandios. Oh, ich freue mich über so tolles Feedback. Da muss ich Simon gleich mal anrufen. Ja, ich finde das einfach total wichtig. Ich ärgere mich in Läden manchmal, wenn man da reingeht und dann will man eine Tasche nähen und versucht dann im Laden Sachen zusammenzufinden. Und ganz oft geht das dann gar nicht, weil es das eben nicht passend gibt. Und im Online ist es halt noch so viel schwieriger, weil man die Sachen ja nicht so richtig zusammenhalten kann. Und deshalb habe ich gedacht, das ist das, was ich tun kann. Einfach sicherstellen, dass es passt, dass es gut klappt. Deutsche Schnittmuster sind wir auf Hochtouren dabei. Letzten Juli war das? Oh, okay. Okay, Yvonne hilft uns mit der offiziellen Beschreibung Improv improvisiert ohne Schnittmuster. Genau. Du nähst ohne Schnittmuster. Ich finde 40 cm auch zu breit. Okay, das ist ein super Feedback. Vielen lieben Dank. Boah, mein Mann hat mir zu Weihnachten Klepper gesägt. Sehr cool. Könnt ihr eurer Re Recommendation System verbessern in eurem. Ja. Anna bittet darum, dass wir das unter dem Artikel einfügen. Das ist Stand heute etwas, was wir händisch tun, was wir dann immer dazufügen. Manchmal klappt das schon ganz gut. Wir bemühen uns jetzt sehr darum, die passenden Garne immer auch vorrätig zu halten. Die stehen bei den Solids in der Artikelbeschreibung. Das ist etwas, womit wir wirklich besser werden wollen. Also wir überarbeiten gerade im Hintergrund unsere Webseite. Das wird ein größeres Projekt oder ist ein größeres Projekt. Und es geht mir sehr darum, solche Dinge auch zu verbessern. Welches Buch von Lori Holt habt ihr bestellt? Es kommt ein neues Buch von ihr im Sommer. Oktober? Ich habe es gestern vorbestellt. Ich habe vergessen, wie es heißt, wenn ich ehrlich bin. Also im Handel ist es schon angekündigt. Okay, vielen Dank für das Feedback zu den Gurtbändern. Wurde schon was von der Box oder der Tasche gezeigt? Liebe Sahnefrucht, ich habe gesagt, nein, wir machen das nicht, weil ich weiß, dass einige Boxen noch nicht da sind. Und ich möchte hier keinem die Überraschung versauen. Genau, Sewing Teenie hat nochmal die Adresse von der Daniela aufgeschrieben. Block M Quills heißt sie auf Instagram. Und die ist wirklich eine Künstlerin. Und ja, das lohnt absolut, ihr zu folgen. Und ich finde das sehr inspirierend, was sie macht. Liebe Barbara, liebe Sarah, wird es die großen Art Gallery Solid Bundles dauerhaft geben? Wir haben einen neuen Artikel im Shop, den hat die Sarah schon entdeckt. Der sollte eigentlich erst im nächsten Newsletter vorgestellt werden, aber wir haben ihn schon im Shop. Und zwar hat Art Gallery große Bundles gemacht mit Fat Quartern. Und zwar da sind immer 22 oder 23 Farben drin in einer Farbfamilie. Und wir haben die ins Programm aufgenommen, obwohl wir auch alle Farben einzeln haben. Also du kannst die ja theoretisch auch so bestellen, aber es ist halt manchmal viel einfacher, dass man sagt, ich habe halt total gerne grün, ich nähe gerne mit grün und dann habe ich einfach mal alle Grüntöne zu Hause. Und deshalb gibt es diese Bundles, 6 Stück gibt es. Wir kriegen auch morgen nochmal Nachschub, wir kriegen eigentlich die ganze Zeit Nachschub. Die werden wir dauerhaft führen tatsächlich. Also die sind als Dauerartikel von Art Gallery angelegt. Wir haben jetzt erstmal mit nicht so vielen angefangen, weil wir gar nicht so wussten, ob das ein Artikel ist, der gefragt ist, weil wir ja sowieso schon die ganze
Produkte auf Lager haben. Es gibt auch offiziell ein halbe Meter Bundle. Das haben wir aber zum Beispiel gar nicht genommen, weil, wie gesagt, wir haben ja alle Stoffe. Aber wir können das alles bestellen. Also wenn du sagst, ich will irgendwas als halbe Meter Bundle, können wir auch bestellen. Also lasst mich das wissen, wenn ihr daran Interesse habt. Aber diese Verquarter Bundle werden wir auf Dauer führen. Und ich finde das einfach auch sehr inspirierend. Und ich hätte die als Kunde immer gekauft, glaube ich. Vielleicht nicht alle Farben, ist natürlich auch ein Invest, aber die Farben, die ich besonders gerne habe und ich viel nutze, weil es einfach so praktisch ist. Du suchst irgendwie eine passende Paspel oder willst und dann hast du einfach mal alle Blautöne zu Hause, wenn du weißt, du nähst da gerne viel mit, ne? Ja. Die Ersatzzipper für die Stella Reißverschlusstasche kommen, liebe Nadja, die sind bestellt. Barbara, könnt ihr im Shop einen Merkzettel statt Warenkorb integrieren? Gerade die neuen Verkäufer Pure Solids hätte ich gern verglichen. Wie meinst du das? Jetzt bist du auch für Impro, sagt die Ursula. Wann kommt denn das Premium Color Wheel? Gibt es dazu vielleicht eine Erklärung oder ein Video? Das ist eigentlich ein Dauerartikel bei uns. Ich weiß jetzt gerade nicht, es ist gerade nicht da. Wir bestellen es immer wieder nach und dann kommt mal wieder ein großer Schwung. Gibt es vielleicht mal eine Erklärung oder ein Video? Ich kann es euch mal erklären. Mache ich. Ich erkläre dir das. Kümmere ich mich drum. Gedanklicher Zettel. Ich habe keinen Zettel. Verdammt. Color Wheel Erklärung. Händler müssen wohl anpassen, Annemarie, wenn ich das richtig verstanden habe. Und zwar ganz schön ordentlich. Ich habe extra nochmal ordentlich zugeschlagen bei den Auriphil-Garnen. Ja, Auriphil hat angekündigt, dass sie die Preise erhöhen. Die sind, ich muss ehrlich sagen, Auriphil ist ein tendenziell unangenehmer Geschäftspartner. Die machen, was sie wollen, wann sie wollen. Es interessiert sie nicht. Die sind echt schon manchmal ein bisschen sehr speziell im Handling. Wie sind denn die neuen Tula Pink Gurtbänder? Die sind grandios. Ich finde die so toll. Ich habe am Anfang gezuckt, weil ich die tendenziell teuer finde. Aber ich finde die qualitativ absolut großartig. Und die Sachen, die ich damit gesehen habe, genäht, sehen so schick aus, dass ich gedacht habe, also wer sich jetzt einen schönen Rucksack näht und hat gern ein Highlight dran, dem tut man mit so tollen Gurtbändern einfach einen Gefallen. Weil wenn man da jetzt ein billiges Gurtband dran macht, das so halbwegs passt, nimmt es irgendwie, das ist ja auch ein Designelement, ne? Und deshalb haben wir die gekauft für den Shop. Wir hatten, weiß ich nicht, 50 Meter pro Farbe, glaube ich. Können das aber jederzeit nachbestellen. Also wenn ihr auch das gerne habt, das passt ja auch zu vielen Tula-Serien. Ne? Ich finde die sehr, sehr cool. Ja, danke. Das Buch heißt Scrappiness is Happiness. Genau, das ist das neue Buch von Lori Holt. Kommt irgendwann im Sommer. Ich habe einen Produktwunsch. Ich finde nirgendwo diese schönen Metallreißverschlüsse mit Donut-Zipper, die viel zum Beispiel für die Devon-Pouch nehmen. Am besten in Größen. Wäre das was? Sahnefrucht! Da will ich dir doch mal erzählen, was wir gemacht haben. das ist super mit den Bundles von Art Gallery. Ja, die sind sehr schön. Also, pass auf. Das haben mich schon öfter mal Kunden gefragt und ganz vor allem hat mich das ganz oft schon die wunderbare Steffi von Quiltwerke gefragt, weil die ja ganz oft die Devon Pouch näht. Und als sie das letzte Mal da war, kam sie wieder und sagt: Barbara, könnt ihr nicht so Sets machen? Da habe ich gesagt: Pass mal auf, mach du die. Und dann habe ich ihr die ganzen Kataloge dahin gelegt. Man muss nämlich, um einen Reißverschluss zu bestellen, sechs oder sieben Komponenten festlegen. Das stellt man sich mal ganz einfach vor. Ist gar nicht so einfach. Und dann habe ich ihr das alles hingelegt und dann haben wir eine Stunde lang gemeinsam gewählt und die sind bestellt. Also wir bestellen extra für die Devon Pouch diese Zweier-Sets mit genau der richtigen Länge, große und kleine, damit du die einfach nähen kannst, nichts kürzen musst. Und ja, habt ihr Ideen für FPP-Projekte? Gerne für einen Tischläufer. Habe seit der Celeste Blut geleckt an FPP. Oh, da gibt es ganz tolle Schnittmuster. Ein paar haben wir im Shop. Vielleicht ist da was dabei, was dir gefällt. Die Steffi macht ganz viel mit FPP. Auch mal auf meinen gedanklichen Zettel.
Sagst du noch was zum Morgenmantel? Selbstverständlich sage ich was zum Morgenmantel. So, Moment, ich muss eine Frage nach der anderen. Zahlweise sprechen wir gleich drüber. Also, der Morgenmantel. Ich habe das phasenweise so ein bisschen bereut, dass ich da so früh drüber gesprochen habe. Das war mir einerseits wichtig, weil ich mir gar nicht so sicher war, ob das ein Projekt ist, das ihr wirklich wollt, bevor wir das jetzt im großen Stile anzetteln. Dann haben wir es angezettelt, dann haben wir festgestellt, dann wollten wir ein externes Schnittmuster nehmen, dann haben wir einige Versionen genäht und festgestellt, keines von diesen Schnittmustern ist so, wie wir das wollen. Wir brauchen ein eigenes Schnittmuster. Jetzt ist das, wir haben dann eines fertig gemacht, das mit vielen Anpassungsrunden, das aber zum allerersten Mal auch zu einer professionellen Schnittdirektrice muss, das ist ein Beruf, die das dann fertig macht und auf die Größen gradiert. Und dann haben wir, also das steckt so viel Aufwand drin, das glaubt man gar nicht. Wir haben alle Stoffe vorgewaschen, haben genau gemessen, welcher dieser vorgeschlagenen Stoffe für das Projekt läuft wie viel ein, damit wir allen die Info geben können, wie viel brauchst du von diesem Stoff, um eben diesen Einlauf auch mit zu berücksichtigen. Wir haben passende Schrägbänder bestellt, damit man passende Paspeln machen kann. Dann war das Video geplant mit der Heike, die wunderbare Heike. Dann hat die Heike sich den Fuß gebrochen und ist 4 Wochen ausgefallen. Dann habe ich von unserem zauberhaften Großhändler mit Schrecken erfahren, dass unsere Ware festhängt, und zwar im Hafen von Los Angeles seit einer Ewigkeit. Ein Teil ist jetzt da, ein Teil ist noch nicht da. Das Schnittmuster ist noch nicht da. Also es sind so viele Komponenten, die in dieses Projekt einfließen. Dann gab es mehrere Anfragen, die gesagt haben, bitte, bitte. Wir möchten aber das Schnittmuster auch in einer Männerversion. Und wenn es irgendwie geht, auch für Kinder, dann nehme ich doch, wenn ich doch einmal weiß, wie es geht, für die ganze Familie. Und dann kam die nächste Anfrage, die ja auch absolut Sinn macht. Dann braucht ihr aber bitte auch andere Pakete, weil ich kaufe nicht jedes Mal Schnittmuster. Ich brauche das Schnittmuster und das Video nur einmal, aber Material mehrfach. Manche haben auch gesagt, ich nehme dann eine Flanellversion und eine Rayon-Version, also eine aus diesem sehr, sehr leichten, fließenden Material, nicht so leicht, aber fließenden Material. Und so kam es, dass aus diesem, wir nähen mal eben einen Morgenmantel, naja, mal eben nicht, aber ein Riesenprojekt geworden ist, wo es im Moment halt einfach noch so ein bisschen klemmt. Dann hatte ich ja noch das hehre Ziel, wir schaffen das im Dezember. Bin ich sehr froh, dass wir das nicht angestoßen haben. Das wäre uns um die Ohren gefallen. Da war ich ein bisschen sehr ambitioniert. Ich vergesse manchmal, dass Corona ist. Und ich vergesse manchmal, wie mühsam im Moment die Dinge sind. Und dass, wie oft es einfach. Also, ich will damit sagen, wir sind dran. Und ich kann aktuell noch kein Datum sagen. Aber es wird auf jeden Fall ein Nähen geben. Und wir bemühen uns um all diese Dinge. Also, wir bemühen uns um verschiedene Stoffpakete. Bemühen uns um verschiedene Größen und einfach ganz viele Infos, damit wir alle sicher durch dieses Projekt schleusen. Und da habe ich ehrlich gesagt gedacht, okay, dann machen wir es jetzt lieber sauber, als jetzt irgendwas übers Knie zu brechen. Und deshalb haben wir von unserem, du solltest mal eine Protokollantin bestimmen. Die schickt dir dann am nächsten Tag einen gedanklichen Spickzettel. Yvonne, nein, Yvonne ist ein Feierabend. Yvonne werde ich jetzt nicht mit meinem Dings belästigen. Wir können das am Ende nochmal durchgehen, was ich mir merken wollte. Wow, für die Devon-Pouch, die passen Reißverschlüsse, ihr seid grandios. Silke, total gerne. Und zwar haben wir Metallreißverschlüsse bestellt. Das hat sich die Steffi gewünscht. Das sind Metallreißverschlüsse in verschiedenen Farben und mit Donut. Also, die haben diesen Donut-Zipper, den wollte sie gerne haben, allerdings in einer anderen Farbe, glaube ich. Was hat sie bestellt? Gold und Kupfer? Gold und Kupfer, glaube ich. Boah, jetzt weiß ich es nicht. Aber ganz ehrlich, wir machen diesen Laden für euch. Wir machen das, was ihr wollt. Wenn ihr sagt, ich will die aber in dieser Qualität, ich möchte, dass das diese, die wir sonst immer haben, sind, und ich möchte, dass das ein silberner ist, ja, dann bestellen wir das. Ehrlich. Also wir können vielleicht jetzt nicht zwingend jeden Einzelwunsch erfüllen, aber wenn ihr mehrheitlich sagt, ein Devonport-Set ist doch super und bitte nicht Metall, ja, dann bestellen wir das. Also, Friederike, hi, bist du jetzt der Protokollschreiber? Du musst doch manchmal einfach Nein sagen, Friederike. Du kannst nicht immer sagen, ich mache das.
Also, lasst es uns wissen. Ihr könnt solche Sachen uns auch gerne schicken an hallo@. Wenn es also etwas gibt, wo ihr sagt, Mensch, nehmt das doch mal endlich ins Programm auf. Wir machen das auch. Also wir kriegen auch regelmäßig Anfragen. Jetzt hat eine Kundin zum Beispiel gefragt nach einer bestimmten Scherenserie, weil sie die ganz toll findet. Haben wir bestellt. Ist nächste Woche bei uns. Also ich bin ja total offen für sowas. Wenn wir das umsetzen können, wenn das machbar ist und wenn das ein Wunsch ist, natürlich im besten Fall von vielen, machen wir das. Und ich habe das ja jetzt auch gelernt über diese Reißverschlussfrage. Ich muss euch einfach viel öfter fragen, was ihr gerne wollt. Ich mache es ja nicht für mich, ich mache es ja für euch. Da braucht ihr wirklich einen extrem langen Atem für unsere Kutte. Ja, das ist, aber da kommen wir dann gleich mal zur Pyjama-Party. Oh, Sandra, bist du lieb. Ich erinnere mich gar nicht an eine Jahreszahl zum Bademantelprojekt. Die Stoffe liegen da. Wir müssen jetzt bald mal anfangen. Also so ist es schon mal. Wir müssen jetzt wirklich da mal weiterkommen mit dem Projekt. Jen fragt, ob es mal was zum Thema Rulerquilten gibt. Ich kann dir sagen, dass es auf unserem Zettel steht. Sabine findet Silber gut. Celeste ist einer eurer liebsten Schnittmuster. Ja, das ist echt auch sehr beliebt bei euch gewesen. Ihr wollt eine Sommer-Celeste nähen? Kann man doch mal machen, ne? Ja, das Devon-Pouch-Set ist bestellt. Also ihr müsst mir jetzt nur sagen, ob es da noch irgendwie was anderes gibt. Die Fleecebox, die mussten wir jetzt tatsächlich, die sollte erst schon im Dezember kommen. Da hatten wir tatsächlich personaltechnisch das nicht geschafft, neben der Weihnachtsbox die noch zu packen. Und wir haben die jetzt hin angestellt durch dieses Chaos mit unserer Januarbox, aber sie steht jetzt an. Also die Jessica schneidet ab Samstag alles für die Fleecebox. Wir haben schon eine Palette bekommen. Wir sind vorbereitet mit den Materialien für die Fleecebox und die gibt es ja für die Abonnenten zum Vorzugspreis. Und da sind quasi alle Fliese drin, die wir regelmäßig vernähen, die ich immer zu Hause habe, weil ich die super finde, von jedem 1 Meter. Und die könnt ihr euch als Abonnent, die kann sich jeder bestellen bei uns. Und ihr als Abonnenten bekommt die eben zum Vorzugspreis. Finde ich FPP-Schnittmuster bei euch unter FPP? Ich glaube, es heißt Schnittmuster von Deutschen Paper Piecing. Ist glaube ich, ein Reiter. Wo bekomme ich das Schnittmuster zu Devon Pouch? Devon Pouch ist ein super beliebtes Schnittmuster. Die Designerin der Sotak Handmade, Sotak. Und die verkauft das über ihren Etsy-Shop. Also die kannst du Etsy, also gib Devonport bei Google ein, du landest da sofort. Das ist, glaube ich, eines der absolut beliebtesten Schnittmuster überhaupt. Die ist sehr, sehr schön. Ich freue mich auf die Devonport. Ich hätte es euch gerne gezeigt. Ich habe eine, aber die liegt jetzt gerade oben. Hast du eine neue Ovi? Oskar, hallo, grüß dich. Ich habe eine neue Ovi. Ich habe hier Scheren gehört. Ja, also es gibt neue Scheren. Bald, nächste Woche. Metallfingerhüte. Okay, wer schreibt das mit? Metallfingerhüte? Richtig schöne Metallfingerhüte. Okay. Ich bin zu doof fürs Betting-Tape. An wen wende ich mich da? Immer an hallo@, aber zu doof bist du auf gar keinen Fall. Es gibt ein Video dazu. Ich habe ein Video dazu gemacht. Das gibt es auf YouTube. Vielleicht können wir dir nochmal den Sch Link schicken. Meine Mutter hat eine Sommer-Celeste bestellt bei mir. Das ist eine sehr coole Idee eigentlich. Warum denn nicht? Die Scherenschublade ist bereits voll. Da habe ich euch erzählt, dass ich meine Tula-Schere wiedergefunden habe. Ha! Die habe ich fast ein Jahr gesucht. Habe ich wiedergefunden. Die Creative Grids-Lineale. Ja, jetzt muss die Friederike lachen, weil als sie das letzte Mal bei uns war, hat sie gesagt, pass mal auf, Barbara. Wir regeln das jetzt, weil ich habe ein bisschen Theater mit, die werden über England bestellt. Ihr wisst, Brexit, alles ein bisschen mühsam. Und da haben wir aber, nachdem das mit den E-Mails immer schief ging, einfach stur angerufen, so lange, bis ich jemanden erreicht habe. Und wir bahnen das gerade an. Also wir werden OmniGrid führen, sehr bald. Und ich bin darauf auch deshalb sehr scharf, weil ich die für meine also für meine Q16 so gerne habe. Also ich habe. Hoppala. Moment mal gerade.
Also, es gibt ja welche, die man zum Longarm nehmen kann. Das ist sowas wie hier. Und Creative Grids macht das halt zusammen mit Angela Walters. Und soweit ich weiß, kann man die meisten auch für die klassische Nähmaschine nehmen. Und die hat halt richtig, richtig coole Designs. Ne? Also ich mag die so gerne. Wo ist das eigentlich hin? Egal. Und dann siehst du immer auf der Rückseite, welche Muster mit diesem Design möglich sind. Ne? Also welche Quiltmuster man damit machen kann. Siehst du? Kann man das erkennen? Und die finde ich ganz, ganz besonders gut. Und die kaufe ich im Moment auch immer bei Wettbewerbern, weil wir die ja selber gar nicht im Shop haben. Und irgendwann habe ich gedacht, das kann doch wohl bitteschön nicht wahr sein. Das muss doch möglich sein. Und ja, und ich zettel das gerade ganz uneigennützig an, weil ich die selber haben will. Also, hier der Link zur Devon Pouch. Oskar ist Teil der Nähgang. Oskar ist Teil der Nähgang. Das finde ich total schön. Oskar, du bist hier aufs Herzlichste willkommen. Was für eine neue Ovi hast du? Ich habe eine nagelneue Ovi. Und es ist halt echt, ich hatte ja vorher schon eine gute, ne? Aber als ich musste die haben. Ich musste die haben, diese Ovi. Die ist von Bernina, das ist die neue. Die sieht eigentlich aus wie eine Nähmaschine, ne? Also das ist dieses Schätzchen da. Das hier ist ein Overlock. Das sieht aus wie eine Nähmaschine. Die hat auch ein Display. Und das ist ein totales Luxusproblem, ich weiß das. Aber es war so. Ich habe in der Vergangenheit ganz oft, wenn ich mal nicht so viel Zeit hatte, also abends nur mal kurz oder schon ein bisschen müde war, nicht Klamotten genäht, weil ich immer das Zwischenmaterial, immer die Maschine nur eingestellt habe. Ja, dass ich habe dann immer erst Materialprobe gemacht, bis das Stickbild in Ordnung, also das, ach, was rede ich hier, das Stichbild in Ordnung war, bis ich die richtig eingestellt hatte. Und da ich jetzt nicht jeden Tag Klamotten nähe und deshalb nicht endlos routiniert bin mit meiner Overlock, wenn ich verschiedene Materialien verwende, also dann habe ich am einen Tag eine Jogginghose für die Tochter gehabt, am nächsten Tag so ein ganz, aus so einem sehr dünnen Jersey was für mich und ich bin da halt immer so ein bisschen penibel, dass das Stichbild dann gut ist. Und ich habe dann einfach gemerkt, dass mich das manchmal nervt. Oder dass ich mache ja auch am liebsten mit der Overlock mal eben um was rum, Kissen oder auch vorm Binding annähen bei einem Quilt. Und irgendwie hat mich das dann immer so ein bisschen genervt, wenn ich die einstellen musste. Und als ich mitbekommen habe, dass Bernina eine Overlock auf den Markt bringt, die quasi ein Programm hat, wo man seine Lieblingsstiche speichern kann. Das heißt, sie hat erstmal in einem Programm, wo sie schon mal vorschlägt, für welches Material was jetzt gut funktionieren würde. Und dann macht die das sowieso schon mal automatisch, was ja schon mal der Hammer ist. Aber ich kann auch, und der Teil war mir fast noch der wichtigere, ich kann einfach die Sachen, die ich häufig benutze, abspeichern und kann dann zwischen Projekten wechseln und muss einfach nur eingeben, in welchem voreingestellten Programm sie jetzt bitte das machen sollen. Und dann habe ich mir die gekauft. Und das ist eigentlich totaler Wahnsinn, weil die echt auch ein Invest war. Aber große Liebe, ganz, ganz große Overlock-Liebe für diese neue Maschine, mit der ich noch nicht so doll vertraut bin. Die ist noch nagelnagelneu hier. Aber ich freue mich wie ein Keks, dass ich die jetzt habe. Wie cool und oh je, wenn du jetzt auch Ruler hast. Ja, also es ist der Plan, wenn wir jetzt Creative Grids haben. Ja, ich bestelle doch das nicht mehr beim Wettbewerb, wenn wir das selber kriegen können. Und wenn ich das brauchen kann, können andere das ja vielleicht auch gebrauchen. Also insofern werden wir da schon aufstocken. Und meine Quilt-Freunde sagen auch alle, sie wollen nur noch Creative Grids Lineale haben, weil sie die so besonders gerne mögen. Ich habe beide im Einsatz, aber okay. Barbara, ich weiß, du hast Y-Nähte, aber vielleicht hast du einen adäquaten Tipp. Lass es sein. Also ganz ehrlich, wenn ich Y-Nähte lese.
Vielleicht kann jemand anders dir hier einen Tipp geben. Ich mache da immer einen Bogen drum. Ich glaube, ich bin nicht der richtige Ansprechpartner für das Thema. Warte, ich will mal kurz gucken. Genau, Angela Walters ist so die absolute Quiltgöttin, sagt man so. Eine der. Das ist die Haus- und Hofquilterin von Tula Pink. Also alles, diese beiden sind gut befreundet. Also alles, was du von Tula Pink gequiltet siehst, kommt immer von Angela Walters. Und die hat eben auch einen großen YouTube-Kanal, wo sie ganz, ganz viele dieser Dinge vorstellt. Also wenn du etwas lernen möchtest übers Quilten oder über das Nutzen von Linealen, ist das eine gute Adresse. Auf jeden Fall. Ich habe kein Problem mit dem Stichbild, aber ich stelle sie gerne individuell ein. Also ich habe ich habe ja auch vorher, ich habe eigentlich immer Bernina Overlocks gehabt. Und ich bin mit jeder von denen zufrieden. Also ich kann jetzt absolut nicht sagen, dass ich nicht zufrieden war, aber ich stelle sie gerne für den Stoff ein. Also wenn ich eine flauschige Jogginghose overlocke, und oft nähe ich sie nicht vorher, ich overlocke sie nur, dann möchte ich einfach, dass das Stichbild richtig gut ist, und auch wenn ich es auseinanderziehe, ne, ich möchte keine Fäden sehen. Und dasselbe gilt natürlich, wenn ich ein sehr dünnes, flutschiges Material nähe. Und dann hat man immer Feintuning und dann braucht man Stoffreste und tüdelt da so ein bisschen rum. Und ich merke halt oft, dass mir das dann zu doof ist. Ich denke, ich will jetzt einmal diese Jogginghose fertig nähen. Das ist jetzt eigentlich keine schwierige Geschichte. Und das nervt mich dann so. Totales Luxusproblem, ich weiß das. Aber ich ja, habe mir die einfach gegönnt. Ich hätte jetzt eine abzugeben übrigens. Fällt mir gerade ein, hier steht jetzt mein Vorgängermodell. Falls jemand gerne eine Overlock hätte, von Bernina, eine L6 460 ist das. Ich hätte eine abzugeben, in sehr gutem Zustand. Muss ich mich auch noch drum kümmern. Die Mesh-Farb-Samples, da habe ich schon mal Kontakt aufgenommen. Das ist gerade im Europalager nicht vorrätig. Kümmere ich mich aber noch mal drum. Frau Protokollantin, würdest du das auf unseren Zettel schreiben? Mesh-Farb-Samples. Vielen herzlichen Dank. Ich habe die L850 seit über einem Jahr und bin immer noch verliebt. Also ich habe die ja. Ich war ja beim Nähpark bei der Hausmesse. Das ist ja für mich per se eine tödliche Veranstaltung, weil ich bin der beste Kunde des Tages am Ende dieser Veranstaltung. Dadurch, dass wir ja jedes Ding da im Detail vorstellen, denke ich die ganze Zeit, boah, wie super ist das denn? Oh, das ist ja der Hammer. Ja, und dann am Ende ist es passiert. Und da habe ich die L850 ja schon sehr, sehr im Detail gesehen und habe die ganze Zeit gesagt, du lässt es, du lässt es, du lässt es. Ja, und jetzt weil die einfach ein Hammer-Overlock ist. Also das ist ja unglaublich, was die kann. Die hat ja auch Lufteinfädelung und so. Und als jetzt die 68 kam, schon mit Display und mit Voreinstellung, habe ich gedacht, okay, jetzt bin ich verloren. Jetzt bin ich komplett verloren an diese Maschine. Bischofstan, Schablonen. Da waren welche im Shop. Wir hatten vor 10 Tagen welche bekommen. Ich weiß nicht, ob die noch da sind, aber die kommen auch regelmäßig wieder. Guck mal, Heidemarie hat einen super Tick. Y-Nähte sind nicht schwer. Danke fürs Mut machen. Eckpunkte markieren und ordentlich stecken. Immer nur bis zum Eckpunkt nähen. Kann man schon etwas zu Filzbock sagen? Ich kann sagen, dass die Friederike mich jetzt mit Feuereifer unterstützt, dass wir dieses Projekt jetzt endlich so auf die Straße bringen, wie wir uns das gewünscht haben. Die Schablone Pearl haben wir bestimmt schon nachbestellt. Da schaue ich morgen mal nach, ob die lieferbar ist. Pearl ist aktuell nicht lieferbar. Aber kommt wieder, ja, das ist immer so eine Sache. Wenn das alles so stimmt, wie wir das glauben, nächste Woche. Angela Walters hab ich zu verdanken, dass ich überhaupt Patchwork mache. Das ist ja cool. Nein, die ist auch echt super. Ich wollte noch mal nach Auriflfarben fragen, die man für die meisten Farben benutzen kann. Du hattest mal welche genannt. Ist aber schon eine Weile her. Also es gibt, ich persönlich bin der Überzeugung, dass Beige und Silber die Farben sind, die einen am weitesten bringen. Das gilt auch für Overlock. Also, wenn du keine passende Farbe hast, nehme ich oder ich
nämlich Beige oder Silber. Das sind die Farben, die so am meisten mit dem Hintergrund verschmelzen. Und da gibt es so ein paar Farben, die sind absolute Tausendsasser. Eine hatten wir im Dezember in der Box, das ist die 2600 Dove, also Dove geschrieben. Ist eine absolut vielfältige Quilting-Farbe. Ich mag gern die 2615 Aluminium. Dann gibt es eine Farbe, die heißt Moonshine. 6324 ist die Farbe. Sehr, sehr gut. Dann gibt es einen Khaki-Ton. Der ist 2324 ist die Farbe. Der ist absolut vielseitig. Was die Beige-Töne betrifft, gibt es die 2309, 2310, 2311. Das sind drei Beige-Töne, die ganz, ganz, ganz verträglich sind, die zu ganz vielem passen. Die Farbe 2000 ist auch ein Beige-Ton, ist sehr verträglich. Also das sind so die Farben, auf die man eigentlich immer zurückgreifen kann. Es gibt dann auch noch die 5007. Das ist ein ganz weicher Hellblauton, der auch sehr, sehr verträglich ist. Und das sind so Farben, die ich wirklich empfehlen kann, weil die gut sind. Wenn du unsicher bist und sagst, ich hätte gern so ein bisschen Auswahl zu Hause, weiß aber nicht so richtig was. Es gibt zum Beispiel ein Set, das haben wir im Shop, das heißt Quilting Rockstar. Da sind sechs Farben drin. Das sind zum Beispiel Farben, die wirklich an vielen Stellen gut funktionieren. Da ist zum Beispiel auch das Gelb drin, das wir jetzt gerade bei der Box auch gut gebrauchen könnten. Die zweite Farbe, die ich jetzt beim Nähen übrigens benutzt habe, ist 2630. Das sind die beiden Farben, die ich jetzt genutzt habe. Dann gibt es eine Box von Pat Sloan. Die haben wir auch als große und kleine Rollen im Shop. Also einmal als Set mit den kleinen Rollen, einmal Set mit den großen Rollen. Das heißt Perfect Not Neutrals, Perfect Little oder Perfect Box of Neutrals heißt die, glaube ich. Die ist auch super. Das ist eine Mischung aus Cremetönen, warme Töne. Das ist auch so etwas, was einfach sehr, sehr praktisch ist, wenn man sowas zu Hause hat. Also solche kleinen Mischungen sind manchmal sehr nützlich. Also ich hoffe, das hat dir jetzt geholfen. Eine Nähgang-Pulli-Box. Liebe Hanna, wir bringen jetzt unsere Kutte zu einem guten Ende. Da freue ich mich echt drauf, weil ich will die unbedingt haben. Und wir haben schon uns ernsthaft Gedanken darüber gemacht, wenn ihr Freude an sowas habt, dass wir das vielleicht einmal im Quartal oder so zusammen machen. Hat aber jetzt so ein bisschen damit zu tun, wie gut das läuft, ob ihr Freude an dem Projekt habt und ob das vom Handling her so für uns gut zu machen ist. Ist jetzt auch unser Erstlingswerk mit Klamotten. Also jedenfalls in der Box, ne? Also ich habe das durchaus schon mal genäht und die Heike, mit der ich das zusammen mache, ist ja auch absoluter Profi. Also die ist einer der erfahrensten Hobbynäher, die mir so begegnet sind bisher, mit viel, viel Sachverstand. Warum hast du das jetzt erst gesagt mit der Oberlack? Ja, weil ich sie doch jetzt erst habe. Die habe ich doch nagelnigelneu. Die gibt es doch erst seit 2 Wochen oder so. Frag mal die Petra, wie das gelaufen ist. Ich musste die haben. Meine Box ist heute in der Slowakei angekommen. Ich freue mich, liebe Jana. Wie viel magst du für die Uwe haben? Weiß ich nicht. Schreibst du uns an Hallo Ed? Und da muss ich mir jetzt, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass die hier steht und ich gedacht habe, ach guck mal, jetzt hast du ja zwei. Das ist der Porsche aller Overlocks. Ja, schon, na, ja, also von Bernina definitiv. Ich freue mich wie ein Keks darauf. Also, Doris hat einen super Tipp. Zu Y-Nähten gibt es super Hinweise von der Andrea Kollert. Das ist eine ganz liebe Stoffladen-Kollegin. Die hat die Quiltmanufaktur in Frankfurt und die kennt sich sehr, sehr gut aus. Und die schreibt ganz viel auf dem Bernina Blog. Und die Andrea hat offensichtlich dort etwas zu Y-Nähten geschrieben. Also einfach mal gucken. Helles Grau und Beige ist immer gut. Wie gesagt, mache ich auch bei Overlock. Also wenn du sagst, ich will meinen Bestand an Farben klein halten, Silber, Beige. Ah, okay, der große Bischofsfan. Ich guck noch mal. Ich guck noch mal, Miriam. Ich hänge mich da dran, dass wir uns darum kümmern.
In meiner Overlock ist Silber seit einem Jahr der Standard. Ja, ist auch so. Also Silber kannst du echt für alles benutzen. Und wo sind, wie so eine Jogginghose innen aussieht, interessiert doch eh keinen Menschen. Ich muss gerade laut lachen. Meine Freundin ist immer fassungslos, wenn ich Stoffnamen und Schnittmuster runterbete. Aber die Aurofil-Nummern sind nochmal eine neue Herausforderung. Ich muss dir sagen, da bin ich auch noch nicht 100% sattelfest. Das liegt aber daran, dass auf den Rollen, also auf der Aurofil-Rolle steht ja auf dem Boden nur die Farbe, nur die Nummer. Es steht nie die Farbe drauf. Und deshalb, ich habe die zwar ganz oft in der Hand und kann dir dann die Nummern aufsagen, aber ich weiß dann den Namen dazu oft nicht, weil der einfach nicht mit auf dem Produkt steht. Also ich bin sehr sattelfest inzwischen, wenn es um Solids geht. Also da kann ich das Programm rauf und runter beten, glaube ich. Behaupte ich jetzt. Könnte man für zukünftige Boxen, zum Beispiel bei der Tasche, jetzt vielleicht eine kleine Rolle passendes Garn beilegen? Oder passt das nicht? Das passt halt vom Budget her nicht mehr. Das ist halt für uns so ein bisschen das Problem gewesen, als wir überlegt haben, wie machen wir das mit der Box? Also würden wir immer das richtige Vlies und immer das richtige Garn beilegen, dann können wir diesen Preis einfach nicht halten. Außer wir gehen weg von Aurifil. Wir sagen, das machen wir mit einem anderen Hersteller. Aber wir hatten ja am Anfang mal hier die Gütermann-Garne und ihr habt immer gesagt, ihr wollt Aurifil. Pyjama-Party! Da müssen wir noch drüber reden. Okay, Pyjama-Party. Also, welches Garn ist das für die Tasche? Okay, die Frage beantworte ich noch. 2630 ist die eine Farbe. Die zweite Farbe ist 2132. Das sind die beiden Farben. Pyjama-Party sofort. Wann kommt die Filzbox? Ich kann es nicht genau sagen, aber wir arbeiten dran. Ich könnte mich manchmal selber klatschen, wenn ich sage, oh Mann, da hast du schon drüber geredet. Oh. Und dann passiert irgendwas und dann klappt es doch wieder nicht so gut. Aber ich muss echt sagen, die Friederike, die hilft mir da ganz weit nach vorne und hilft einfach, dass wir jetzt Dinge, die einfach auch sehr, sehr zeitaufwendig sind, einfach jetzt ein bisschen besser auf die Straße bringen. Nein, du brauchst nicht unbedingt eine Overlock. Auch bei dem Projekt, also die Projekte, die wir jetzt so anvisieren, brauchst du keine Overlock. Eine Overlock ist immer super, wenn du sie hast, macht das Leben leichter, brauchst du aber nicht. Es gibt durchaus Methoden, dass du ohne Overlock zurechtkommst. Ja, die Quiltmanufaktur ist nur noch online. Die hatten einen Laden in Frankfurt, sehr schön übrigens. Und dann haben die denen eine Baustelle vor die Tür gemacht. Und das ist, glaube ich, in Corona-Zeiten dann der endgültige Tod. Und jetzt gerade ist sie nur noch online. Also theoretisch können wir ein Garn-Abo machen dazu. Aber die Frage ist halt, ist das was? Habt ihr Lust? Und treibt uns Aurifil dann in den Wahnsinn, wenn wir da nicht schon vorher sind? Ola sagt, nee, bitte nicht jedes Mal Garn und schon gar nicht von anderen Herstellern. Ja, das ist halt so ein bisschen das Problem. Wir können das auf der Inspo-Seite verlinken. Das könnten wir machen. 50er Garn. Kannst auch 40er nehmen. Aber ich habe 50er genommen. Ich hatte, warte mal, ich hatte aber, weil ich nicht mehr genug von der habe, auf ein altes Gütermann-Garn zurückgegriffen, weil meines leer gelaufen war. Und die Gütermann-Farbe ist 968. Wenn du also Gütermann noch im Haus hast, könnte das auch was sein. Also, wenn du Gütermann-Polyestergarn nutzt, die Farbe 968. Ja, für die Klamotten nehmen wir auch Gütermann. Also beim Morgenmantel wird ja auch das passende Garn dabei sein und das wird von Gütermann sein. Ja, Filz kommt. Ach so, das Chanel ist zeig wollte ich zeigen. Ah, okay, alles klar. Die Bosche ist schrecklich, man sieht da nichts. Es geht hier manchmal so schnell. Ich wollte doch über den. Ich muss jetzt einmal die Fragen abgreifen, weil wenn ich einmal anfange, über die Pyjama-Sprochhatte zu sprechen. Fleecebox, haben wir vorhin drüber gesprochen? Kommt. Wir schneiden sie ab dem Wochenende. Die Ware ist da. Und dann
Das wird dann von jedem Garn, das wir empfehlen, vorrätig zu halten, immer 1 Meter sein. Das kannst du so oft du willst bestellen. Das soll ein Dauerartikel sein bei uns. Und die Abonnenten kriegen das immer günstiger. Garn-Abo wäre super. Jetzt aber Pyjama-Party. Alles klar, pass auf. Wir haben ja gesagt, das war ja, auch das war ja so eine Sache, die eigentlich in irgend so einem Live passiert ist, wo ich dann abends den Computer ausgemacht habe und zu meinem Mann sagte, jetzt haben wir eine Party zu planen. Und er sagte, wie jetzt Party? Und irgendwie hier im Live ist das entstanden durch diesen Morgenmantel, dass wir gesagt haben, dann müssen wir uns aber auch mal zu einer Party treffen. Und dann haben wir das hier auch angezettelt und da gab es diverse Gespräche, weil wir, dann kam ja in diesem Live auch auf, dann lass uns das doch im Nähpark machen. Musste ich ja bei denen mal nachfragen. Dann hatten wir uns in der Schweiz getroffen und dann habe ich das auch mal den Elmar, den Chef vom Nähpark, gefragt, ob er einverstanden wäre. Der hat nur gelacht und hat gesagt, macht, was ihr wollt, alles gut. Und hat aber sofort gesagt, wir machen, was ihr machen wollt. Und dann hatten wir einen Termin in April, auf den wir jetzt die ganze Zeit hingeplant haben. Und vor 1 oder 2 Wochen hatten wir Dreiergespräch, Friederike, Petra vom Nähpark und ich, um Feintuning quasi zu machen für unsere Planung. Und da haben wir einfach gesagt, wir können diesen Termin gar nicht halten, weil aktuell ist das, was wir planen, nicht zulässig in Bayern. Das ist nicht erlaubt. Und wir rollen jetzt auf diese Omikron-Welle zu. Also es wird ja eigentlich zu unser aller Schrecken angekündigt, dass wir noch nicht da, nicht an die Spitze des Eisbergs erreicht haben. Und ich weiß einfach nicht, ob davon auszugehen, dass im April sich die Situation so ändert, dass wir sowas machen dürfen. Und wie viel Freude hätten wir daran, wenn wir das mit ganz viel Einschränkung tun? Also, wo dann irgendwie auch diese Atmosphäre so ein bisschen natürlich drunter leidet, um die wir uns da so bemühen. Und dann haben wir kurzerhand entschieden, wir halten nicht an diesem Apriltermin fest, sondern wir legen es in den Sommer, weil wir einfach aus den letzten Jahren ja wussten, dass es da immer doch deutlich ruhiger ist und dass da Regeln gelockert werden und dass es einfach in aller Regel viel einfacher ist, eine Veranstaltung mit vielen Menschen im Sommer zu planen. Und wir haben einen neuen Termin gefunden, der auch soweit jetzt eingenordet ist. Das ist, oh, ich habe ihn gerade nicht im Kopf. Es ist das erste Ferienwochenende in Nordrhein-Westfalen, weil Nordrhein-Westfalen hat die frühesten Sommerferien und für alle anderen ist das so ein bisschen zwischen den Pfingst- und den Sommerferien. Und da planen wir jetzt. Wir haben uns eine Location ausgesucht, wir haben einen genauen Ablauf, wie wir dieses Wochenende gestalten und haben da ganz, ganz viele Ideen, sitzen jetzt Freitag wieder zusammen und planen weiter. Aber es ist auf jeden Fall klar, es wird der Sommer und es wird der Juni und es ist in jedem Fall in Cham. Und wir reden über eine Gruppenstärke von 50 bis 70 Personen, die wir glauben, dass mit denen wir glauben, dass wir das machen können. Es ist live, wir treffen uns live. Das wird ein ganz, ganz tolles Wochenende. Der Samstag ist in unserer Planung. Also da machen wir unsere Pyjama-Party. Da haben wir so schöne Ideen schon zu. Du kommst im Schlafanzug. Das ist das Wesen einer Pyjama-Party. Also wir nähen uns hier unseren Morgenmantel. Du darfst ihn gerne anziehen. Also wie Friederike hat schon gesagt, nein, Jogginghose ist erlaubt. Also du darfst eine Jogginghose und deinen Morgenmantel anziehen. Das ist in Ordnung. Aber Oskar, ob du mit 12 mitmachen darfst, wir kriegen Probleme mit dem Jugendschutz, du. Was soll man denn mit dem Stripper machen, wenn du dann mit 12 kommst? Oskar, nehmen wir an die Hand. Dem halten wir die Augen zu. Okay. Also, ich will damit nur sagen, und wenn ich den Morgenmantel nicht schaffe, dann kommst du in deinem eigenen Morgenmantel.
Okay, aber das ist eine Pyjama-Party und Pyjama-Party heißt Outfit Pyjama. So läuft das. Okay? Jogginghose und Morgenmantel heißt dann oben ohne. Wenn du magst, darfst du tragen, was du willst. Komm im Negligé, du bist uns in jedem Zustand willkommen, Nadja. Es ist und bleibt eine Pyjama-Party. Wir sind unter uns. Wir haben das komplett so gelöst, dass wir sind in einem Veranstaltungsort komplett unter uns. Also es gibt ein bisschen Personal, das uns da gut bewirten wird. Aber da sind jetzt keine fremden Gäste und wir nehmen da diesen Veranstaltungsort ein und machen uns eine tolle Zeit. Und das ist der Plan. Habe ich das Stripper gehört? Teschi, du hast Stripper gehört. Nein, ich habe das immer zum Spaß gesagt. Ich habe immer gesagt, wir brauchen Stripper auf jeden Fall. Aber nein, das ist ja nie treffen. Aber das wird ein großer Spaß, will ich damit sagen. Das wird einfach ein großer Spaß. Und ja, wir planen das. Das ist in Bayern, das ist in Cham. Der Samstag wird von uns geplant. Der Sonntag wird vom NEPA geplant. Also dieselbe Mannschaft, die bei der Pyjama-Party am Samstag dabei ist, ist am Sonntag auch beim Nähpark dabei. Und dort haben wir ein ganz tolles Programm uns überlegt, beziehungsweise ein bisschen zusammen überlegt, umgesetzt wird das vom Nähpark. Da kommen Experten, da werden wir so ganz, ganz, ganz coole Sachen machen. Und das wird ein großer Spaß. Also es gibt einen Tag, der ist nählastig und es gibt einen Tag, da wollen wir uns einfach sehen, da wollen wir Zeit miteinander verbringen. Und ja, eine Gruppe von 50 bis 70 ist geplant, das können wir gut handeln. Und ja, so ist der Plan. Also wer da gern dabei sein will, es gibt relativ bald Infos zu dieser Veranstaltung. Wie gesagt, wir sind jetzt im Feintuning und ja, haltet euch das Wochenende frei, so viel kann ich schon mal sagen. Stripper oben ohne eine tolle Zeit. Ja, ich bitte euch, wir machen uns das dann nett. Borat, wer hat Borat gesagt? Alex will unbedingt mit. Aber ich habe gesagt, ich weiß nicht, ob das gut ist. Wir wollen da ja jetzt irgendwie Pyjama-mäßig unterwegs sein. Ob wir so früh wie möglich. Also der Termin ist ziemlich sicher. Ich habe den gerade nicht im Kopf. Das erste Ferienwochenende in Nordrhein-Westfalen, das ist ein Juniwochenende. Und Samstag und Sonntag. Also es betrifft eine Übernachtung. Ihr könnt natürlich, wenn ihr wollt, vorher anreisen oder eben am Montag erst abreisen oder am Montag noch bleiben. Ist auch ein ganz, ganz schöner Ort. Kann man auch total schön mal entspannen. Oder ihr könnt, ja, aber das wird einfach ein großer Spaß und wir werden uns da treffen. Cham ist in Bayern. Ist nahe des Bayerischen Walds. Ist ein ganz, ganz schöner Ort. Da machen ganz viele Leute Urlaub. Also ich bin da total gerne. Und wir haben auch oft schon privater Zeit verbracht. Das war immer schön. Und ja, also man kann das auch toll verbinden. Falls jemand sagt, ich fahre von dort aus weiter in Urlaub oder so, haben auch schon einige gemacht, wenn wir da Hausmesse hatten, dass sie gesagt haben, dann fahre ich von hier aus noch nach Urlaub. Ist ganz nah an der tschechischen Grenze, kann man ganz schnell mal nach Prag rüber. Ja, will damit nur sagen, es wird total schön. Und ich freue mich da tierisch drauf. Und ja, wenn das toll wird, steht uns ja immer noch offen, das auch noch mal zu machen. Ne? Also wenn jetzt jemand sagt, Mensch, das Datum passt nicht oder wie auch immer. Es ist halt jetzt erstmal der Plan und wir wollten eben auf jeden Fall, ohne Alex im Pyjama geht nix, sagt die Doris. Lass ihn das nicht wissen. Der lässt sich da kaum von abhalten. Glitzer für Alex. Oh, was machen wir mit dem? Glitzerbademantel mit Pailletten. Ach Mensch. Also, pass auf. Es soll einfach ein großer Spaß werden. 25., 26., 6., sagt Friederike. Das ist das Wochenende. Ist dann die Unterkunft mit inklusive? Also es wird so sein, dass wir mit der Lokalität sprechen, dass wir da ausreichend Zimmer haben. Es gibt keine Einzelzimmer dort, sondern das sind Doppelzimmer.
Die kann man natürlich doppelt belegen. Also wenn jemand sagt, ich nehme hier aber meine Freundin mit, dann ist das natürlich immer ein bisschen günstiger. Es gibt auch verschiedene Kategorien. Also es gibt noch ältere Zimmer, die noch nicht so ganz neu renoviert sind. Die sind immer etwas günstiger. Es gibt auch, also wir loten das gerade aus, will ich damit sagen. Aber es ist halt eigene Anreise. Es ist die Übernachtung dort, Übernachtung mit Frühstück, da müsst ihr euch drum kümmern. Und wir kümmern uns um die ganze Veranstaltung, also um die Planung von Samstag und Sonntag. Das liegt bei uns bzw. beim Nepark. Und wie auch immer, Partner sind jetzt nicht zulässig. Also ihr könnt die mitbringen, aber die können an dem Tag irgendwo im Dorf ein Bier trinken gehen. Bei der Pyjama-Partys sind wir hier Nähgang only. Wie sieht es denn mit der Corona-bedingt abgesagten mehrtägigen Veranstaltung des Bildkollektivs aus? Ja, wir haben uns nicht getraut, die nochmal aufzunehmen. Mit gutem Grund. Wir hätten, also das war ja auch Bayern und Bayern hatte eigentlich immer die schärfsten Regeln. Und wir haben bisher eigentlich keine Möglichkeit gefunden, das in der Form so durchzuziehen. Das haben wir jetzt. Ja, also vielleicht würde diesen Sommer was gehen, weiß ich nicht. Triffst du die Auswahl, wer kommen kann? Um Gottes Willen! Ich sag doch nicht, der eine ja, der andere nein. Nee, es gibt quasi so eine Art Vorverkauf. Und wer zuerst kommt, mal zuerst. So ist das. Also anders können wir es nicht lösen. Wir wissen überhaupt nicht, wie viele Leute ein Interesse haben, dabei zu sein. Also wir können das auch total schlecht planen. 25, 26, Friederike. Kann das sein? Also es ist relativ, also es ist Bayern, dass das für einige um die Ecke ist und für andere weit weg. Es ist jetzt einfach für uns mal ein erster Versuch, uns zu treffen in einem Rahmen, der handelbar ist. Wir haben halt gesagt, ich glaube, wir haben alle nichts davon, wenn die Gruppe zu groß wird, weil wir möchten ja auseinandergehen und möchten zu 69 anderen Menschen ein Gesicht haben und mit denen Kontakt gehabt haben. Und wenn man die Namen liest, weiß man, wer es ist. Und wenn wir eine Riesenveranstaltung daraus machen, ich weiß jetzt gar nicht, ob das Interesse daran bestünde, aber ich habe einfach Sorge, dass es dann anonym wird. Und das möchte ich auf gar keinen Fall. Ich möchte, dass das eine Veranstaltung ist, wo wir uns echt kennenlernen und Zeit miteinander verbringen und es uns richtig schön miteinander haben. Und das ist der Plan. Was ist denn mit den Nähwochenenden vom Quilt-Kollektiv? Das liegt im Moment auf Eis, Tanja. Das Problem ist, die Lokalität, die wir damals hatten, haben wir nicht mehr. Die mussten wir damals dann aufgeben. Wir müssen eine komplett neue Veranstaltung dafür planen. Und auch da wissen wir gerade nicht, wie das so läuft. Die Experten mit den Kursen musste man ja dann auch wieder zum selben Termin bekommen. Das ist jetzt logistisch gerade so ein bisschen schwierig. Und wir haben gedacht, okay, eins nach dem anderen. Wir planen jetzt mal in aller Ruhe diese Veranstaltung und gucken von da ab weiter. Ich bin noch nicht wahnsinnig und nehme meinen Mann mit. Oh, soll das die richtige Einstellung? Sagst du nachher was zu den Zahlungsarten? Ja, da sage ich gerne was dazu. Pyjama-Party im Kalender eingetragen. Check. Jetzt lockert Söder gerade wieder. Also wir werden jetzt bitte alle mal nach Bayern gucken und da viele gute Wünsche hinschicken, dass die Bayern ganz besonders schnell durch die Krise gehen, damit wir diese Party machen. Eine Party bei euch in Bochum wäre für mich näher. Das stimmt. Es ist aber so, dass wir, der Wunsch war ja, als das Ganze aufkam, dass wir das mit dem Nähpark machen. Und das, was wir da, der Teil, der mit dem Nähpark geplant ist, den können wir tatsächlich bei uns in Bochum so nicht durchführen. Da geht es ja auch viel ums Nähen und ums Zeigen und ums Machen und um Experten. Und ja, ach, Petra sagt auch nochmal, 25., 26., 6., das ist der Termin. Mir ist das schon deshalb wichtig, dass wir das beim Nähpark machen, weil der Nähteil kommt vom Nähpark. Ja, also entspannt euch, ne? Das ist, wenn das euch gefällt, dann muss das ja nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir sowas machen, okay? Aber irgendwie, es ist, uns war halt einfach wichtig, dass es nicht zu groß wird. Roswitha, du wohnst 40 Kilometer vom Nähpark. Das wäre mein Tod, wäre das. So, Teschi plant schon eine Fahrgemeinschaft. Auf euch ist Verlass.
Oder wenn es so voll wird, ein Livestream. Oh, ein Livestream. Als würden wir unseren Stripper teilen mit dem Internet. Schnell, schnell, schnell. Danke. Ich muss Zahlungsarten. Zahlungsarten darf ich jetzt nicht vergessen. So, passt auf. Es ist so. Wir haben das ja groß angekündigt. Das war ja ein super Stunt damals, weil uns PayPal zugesichert hat, dass das ja gar kein Problem ist. Dann war es aber so, dass wir ein Abo über den Shop laufen haben und die Zahlungsart mit dem Abo sich immer mit dieser Kreditkartenzahlung verhakt hat und das dann ziemlich schief gegangen ist. Dann haben wir das sehr schnell wieder rausgenommen, lief dann auch wieder. Jetzt haben wir aber die Zahlungsart des Abos geändert und deshalb wäre es eigentlich durchaus möglich, jetzt einen neuen Versuch zu starten, PayPal Plus in unseren Shop zu integrieren. Und über PayPal Plus kann man auch andere Zahlungsarten wählen, auch Kreditkarte. Und das ist jetzt eigentlich der Plan. Jetzt überlege ich mir aber schon seit einer Woche, also Gespräche dazu hatten wir schon, mit den Menschen, mit denen wir gerade unseren Shop umstellen, ob das wirklich so eine pfiffige Idee ist, das jetzt zu machen, bevor wir unseren Shop umstellen. Ich will damit sagen, wir machen das. Ich kann nur noch nicht sagen, wann. Kommt jemand an der A8? Ihr plant das schon? Freunde. Heißt das, wir können sonntags auch shoppen? Ja. Ich denke, ja. Gibt es auch Familienzimmer? Ich müsste mal, glaube ich, meinen Mann und die beiden Kinder irgendwie verarzten. Also auf jeden Fall ist das ein Ferienort, liebe Christina. Und wir können das alles mal in Erfahrung bringen, aber da gibt es überall Unterkünfte. Und ich habe ja auch Familie, Kinder, Hund öfter dabei gehabt. Die haben sich da immer sehr wohl gefühlt in Cham, weil das einfach ein total schöner Ort ist. Die sind da mit dem Hund spazieren gegangen, die haben Riesenspielplätze. Also ich hatte auch bei allen Hausmeistern immer meine Kinder dabei. Und das war total gut. Das klappt da in Cham wirklich gut. Ostseeküste, Nordseeküste, also das ist mit Kinderbetreuung, um Gottes Willen. Wir machen da einen drauf, Mädels. Ich möchte aus Hamburg zur Party fahren. Also der Plan ist, und dafür tun wir gerade alles, dass das einfach für uns alle ein unglaublich schöner Tag wird. Das ist das, was für mich das Allerwichtigste ist. Ich möchte, dass jeder, der sich auf den Weg macht dorthin, sagt, dieses Wochenende war super. Das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Ich habe ganz, ganz tolle Menschen kennengelernt. Wenn ich jetzt in den Chat gehe, habe ich zu so vielen ein Gesicht. Ich habe Freunde gefunden, die mein Hobby mit mir teilen. Das wünsche ich mir. Und ich will so viele ich kann in den Arm nehmen und drücken und endlich persönlich kennenlernen. Ach so, für die männlich großen Kinder die Betreuung? Es gibt da doch eine Theke, Mensch. Kann ja so schwer nicht sein. Bier gibt's. Teschi lässt sich das Konto sperren, bevor sie dahin fährt. Ich sage dir, der Nähpark, das ist schon ein übles Geldgrab. Aber es macht doch so glücklich. Also, hier mein Maschinchen macht mich wirklich unglaublich froh. Die Kreativa ist für dich sehr abgesagt. Oh, guck mal, das wusste ich noch gar nicht. Ich habe in der Woche darauf Abschlussprüfung. Ich befürchte, das wäre nicht so schlau. Wir sind ja nicht so die Säufer, glaube ich. Du musst ja nur da sein. Wir machen ja nichts Schlimmes. Also das ist jetzt nicht mein Plan. Ich bin dann schon 14. Ich glaube, Jugendschutz gilt ab 16, oder? Ich überlege ja, ob ich für Cham unseren T6 zum Übernachten umbaue. Das ist auch eine super Idee. Das habe ich schon gelernt. Man kann da überall im Gort campen. Und das kannst du auch machen. Das ist, also du musst da kein Bett nehmen, ne? Wenn du sagst, ich kann da, ich habe einen Camper, komm im Camper. Was heißt denn VFGDV? Muss das Sinn ergeben? Ich habe meinen Mann gerade eröffnet, was Sache ist. Er macht sich ein tolles Wochenende mit unseren Kindern. Da hast du auch mal einen tollen Mann. Und er hat ja gesagt, es ist ein FSK 18 Wochenende. Bekomme Angst, dass ich nicht fahren darf, weil es so viele sind. Also ganz ehrlich, wenn ihr Freude habt, dann machen wir das nochmal. Es ist wirklich, es macht denn für uns nur absolut keinen Sinn, eine Riesenveranstaltung draus zu machen. Mein großes Kind ist Teil der Gang. Ja, dann habt ihr ein Doppelzimmer, oder? Also, passt auf. Ihr wisst jetzt im Groben Bescheid. Ihr kennt das Datum.
Rotwein für Alex, korrekt. Wir sind weiter mitten in der Planung. Petra sagt, es gibt gutes Bier. Ich freue mich, dass ihr euch freut. Ich freue mich da auf jeden Fall schon richtig drauf. Wir planen jetzt einfach fröhlich weiter, okay? So ist der Plan. Pass auf. Ich suche jetzt schnell. Das war schnell gefunden. So, pass auf. Ich habe jetzt nur die Farben hier, aus denen ich was nähen wollte. Ich bin mir gar nicht so sicher, wie viele Farben wir aktuell haben. Wie gesagt, es ist ein Artikel, den wir gar nicht im Shop haben. Es macht ja immer so viel Sinn, was ich euch zeige. Also, das sieht komplett harmlos aus, dieses Produkt, wenn es auf der Rolle kommt, ne? Das kommt auf so eine Rolle. Ich hätte es jetzt aber als Meterware eingestellt, ne? Dass man einfach sagt, wie viel man davon haben will. Und dann kommt das, dann kannst du das aufnähen auf das, was du eben nähen willst. Dann sieht das noch komplett harmlos aus. Dann ist das einfach so ein Band. Und wenn du das erste Mal wäschst, dann plustert sich das auf. Und es gibt ganz coole Sachen, die man damit machen kann. Und da hatte ich was gesehen, was ich unbedingt nähen wollte. Und dann habe ich gedacht, komm, du bestellst da einfach ein bisschen was davon. Und dann vielleicht hat jemand anders Lust, das auch mitzunehmen. Ja, und dabei ist es dann geblieben, dass ich das nicht geschafft habe, dieses Tutorial fertig zu machen. Also was ich in jedem Fall habe für dich, ist weiß, beige, schwarz, rot. Das sind die Farben, die wir jetzt schon mal im Shop haben. Das heißt Chenille-It. Vielleicht kann man das auch mal kurz googeln, um sich diesen Effekt anzugucken, weil ich habe es jetzt nicht vernäht und gewaschen, um es einmal zu zeigen. Aber es ist eigentlich in der Verarbeitung total simpel und man kann einfach ganz tolle Muster drauf malen. Du kannst also einfach aus diesem Weiß Schneeflocken aufmalen. Oder ich teile das gleich in meiner Insta-Story. Teile ich einmal die Bilder, die ich gesehen habe, die mich dazu inspiriert haben, ein Projekt damit zu machen, okay? Und wie gesagt, ein paar Farben haben wir. Ich kann auch gerne mehr bestellen. Aber es ist halt immer, auf so einer Rolle ist halt viel drauf. Und ich glaube, Moment, ich nehme ein bisschen. 40 Yards. Also irgendwie 36 Meter oder so. Das braucht man ja gar nicht. Also ich hätte jetzt eher gesagt, wir bieten das als Meterware an und schneiden halt so viel ab, wie ihr da braucht. Und dass ihr da irgendwie ein Kissen mitgestalten könnt oder so. Ich brauche Pink. Teschi braucht Pink. Ach so, tolle Farben, ich will sie alle. Ich glaube, wir haben noch mehr. Ich weiß gar nicht, was wir noch haben. Ich organisiere das, okay? Ich kümmere mich um das Chenille. Ich poste gleich mal in der Story, wie das aussieht, damit ihr das sehen könnt. Und dann nehmen wir das als Artikel auf. Und dann stellen wir das als Meterware ein, okay? Oh Gott, du bist total aufgeregt. Gott, ja, ich wollte euch eigentlich nur davon erzählen, weil wann sind die im Shop? Wenn ich die in den Shop stelle. Das muss ich noch machen. Aber da möchte ich, glaube ich, erstmal noch ein Bild haben, wie das verarbeitet aussieht, damit sich da auch jeder was drunter vorstellen kann. Gib mir ein paar Tage bitte. Aber wir haben es. Wir haben es. Ja, also ich hoffe, dass das klappt und ich hoffe, wir finden eine ganz liebe Truppe, die Lust hat, dabei zu sein. Und wie gesagt, wenn das lustig ist und uns allen Spaß macht, spricht ja auch nichts dagegen, sowas nochmal zu machen, okay? Ja, ihr Lieben, mein Gott, jetzt habe ich aber eine Menge erzählt. Habe ich alles besprochen? Haben wir über alles geredet? Ist irgendwas offen geblieben? Ihr Lieben? Hat jemand noch eine Frage, irgendein Thema? Wir sehen uns ja morgen für die, die dabei sind. Also wie gesagt, Digital-Abo, da kann jeder dabei sein. Ich glaube, beim Digital-Abo wird man auch sofort freigeschaltet, ne? Also wenn du jetzt spontan Bock hast und sagst, das möchte ich wissen, was die Petra da morgen erzählt zum Thema Nähmaschinen. Und am Donnerstag mit Tasche will ich auch machen und überhaupt.
möchte ich dir das Digital-Abo ans Herz legen. Das wird wirklich, wirklich toll in den nächsten Monaten. Also ich habe da so viel Freude dran bei dem, was wir da planen. Und naja, es ist das, was ich gerne gehabt hätte, als ich noch so für mich alleine genäht habe und in meinem Bekanntenkreis irgendwie keiner so richtig. Und ich hatte niemanden groß, mit dem ich mich austauschen konnte und den ich manche Fragen mal stellen konnte. Weil so ein Anfänger-Nähkurs, den findet man halt noch überall. Aber ich hätte gar nicht gewusst, wo ich jetzt in meiner Nähe eine spezielle Patchwork-Frage hätte stellen können. Und wir haben, ich meine, ich kann jetzt nur über den Teil reden, den wir schon wissen. Wir haben da echt so richtig super Leute, die auch ganz, ganz viel verstehen und ganz viele Ideen mitbringen. Und da kann man einfach nur eine Menge lernen. Und ich hoffe, es ist gleichzeitig auch noch für euch richtig schöne Abende. Und ist das Schnittmuster morgen schon zu sehen? Ich hoffe, es ist noch nicht fertig. Also das Schnittmuster an sich natürlich schon, aber da ist noch ein bisschen was zu tun. Ich kann es jetzt gerade so nicht zusichern. Fleece für die Tasche, geht auch soft and stable und Stylefix. Ich habe es nicht versucht. Aber theoretisch ja. Ich freue mich auf morgen und auf Petras Tipps. Margit, der Code ist nicht in der Box. Der Code ist in, wenn du dich anmeldest, in deinem Kundenaccount. Du musst nicht auf die Box warten. Selbst wenn morgen deine Box nicht da ist, ist das gar kein Problem. Du kannst dabei sein. Du meldest dich auf der Webseite an mit deinem Kundenkonto, das du ja sowieso hast. Das brauchst du auch, um die Box zu abonnieren. Und dann kommst du in deinem Kundenkonto in den Bereich und dort findest du alles Weitere. Also du brauchst nicht die physische Box. Solange du Abonnent bist oder Digitalabonnent, kannst du immer dabei sein. Ich hoffe, ihr habt viele Fragen. Petra, ich habe von Petra von Foto gesehen. Die ist ja sowas von vorbereitet. Meine Güte. Also, bringt morgen eure Fragen mit. Rund um Nähmaschinen, rund um Einstellungen. Also, ich habe von der Petra so viel gelernt in den letzten Jahren. Und es ist unfassbar, was sie über Nähmaschinen weiß, über alle Hersteller hinweg. Und wo man eben, welcher Fuß wo wirklich taugt, was man wo gut verstellen kann. Das sind immer Tipps, die ich mir bei Petra abgeholt habe. Und deshalb freue ich mich, dass wir das jetzt einfach morgen mit allen einmal teilen können. Du brauchst keine Sorge haben, ob du altersmäßig zur Nähgang passt. Wenn dein Herz für das schlägt, wofür wir hier alle brennen, bist du goldrichtig. Das ist keine Frage des Alters, wirklich nicht. Wann kommt das Heirloom aufbügelbare Vlies wieder? Das ist eine gute Frage, liebe Anne. Es ist im Moment nicht lieferbar. Ich hoffe ganz bald. Man kann das auf der Rolle bestellen, aber ich wusste nie, ob das so spannend ist, das als Meterware zu haben auf der Rolle. Also da könnten wir es ein bisschen schneller besorgen. Ich hoffe aber, wir kriegen es ganz bald. Ich nähe immer noch für mich allein, da Anleitungen für mich immer kryptisch sind. Ist doch okay. Deichliebe und Jenny haben sich hier gerade verkuppelt. Ist das nicht schön? Wie lange dauert gerade die Wartung an der Nähmaschine? Petra, weißt du sowas aus dem Kopf? Kommt Steffi auch nach Cham? Ich bin nicht sicher, ob die Steffi im Juni noch dabei sein kann. Weiß gerade nicht. Stoffe für Taschen. Oh, ich habe dich die Stoffe noch gar nicht gezeigt, Mensch. Freunde, das habe ich vergessen. Das wollte ich noch machen. Wir gucken nochmal schnell Stoffe an. Freunde, Stoffe. Danke. Passt auf. Also, jetzt fällt mir noch eine zweite Frage an, die ich nicht adäquat beantwortet hatte vorhin. Pass auf. Nein, es sind keine Stoffe aus der Box. Ich zeige euch nicht die Stoffe aus der Box. Ich zeige euch andere Stoffe, die bei uns angekommen sind, die aber unter Taschennähern total beliebt sind. Und wenn du einfach sagst, ich möchte das Material verwenden, aber der Stoff ist nicht das, was ich will für meine Tasche, der in der Box ist, dann habe ich die jetzt einfach mitgebracht als Alternative, okay? Ich möchte jetzt erst nochmal den Unterschied von dem schmalen und den breiten Reißverschlüssen erklären. Das hier sind die breiten Reißverschlüsse. Das sind sogenannte Taschenreißverschlüsse. Ja, die sind etwas breiter, die sind sehr stabil, die sind darauf ausgelegt, dass du deine Tasche, ich weiß nicht, wie oft auf und zu machst. Und die haben eben auch in aller Regel einen relativ großen Zipper, den du sehr gut greifen kannst,
vernäht, sehen diese Reißverschlüsse so aus. Das ist jetzt an meiner Lehne hier. Also da. Das ist also ein richtig stabiler Reißverschluss mit einem großen Zipper. Ja? Das sind die breiten Reißverschlüsse. Die schmalen Reißverschlüsse sind diese hier. Die sind also im Vergleich, ist der nicht nur der Reißverschluss schmal, also es ist nicht nur das Band schmaler, sondern es ist auch die Raupe schmaler und es ist immer der Zipper kleiner und der Schieber und alle Komponenten. Also es ist ein deutlich zarterer Reißverschluss. Wann nutze ich diesen Reißverschluss? Ich mag die total gerne. Ich nähe die immer ein für Kissen zum Beispiel, wenn ich... Wenn die Steffi verlässt nicht den Nähgang. Alles ist gut. Alles ist gut. Steffi bleibt. Steffi hat mit uns, wir haben schon über mehrere Boxen gesprochen. Die, also für feinere, filigranere Projekte nutze ich diese Reißverschlüsse. Zum Beispiel, wenn ich ein Kissen auf der Rückseite schließe, nehme ich solche Reißverschlüsse. Da ist mir sowas einfach viel zu breit. Wenn ich eine Innentasche habe an einer Tasche, dann nutze ich auch diese hier, diese schmaleren Reißverschlüsse. Und der Wunsch war eben, der kam von euch und wir setzen den um, dass ihr halt gerne zu den großen den passenden kleinen hättet, in derselben Farbe, damit das einfach in der Tasche schön abgestimmt aussieht, wenn der Hauptzipper und die Innentaschen dieselbe Farbe haben. Und deshalb haben wir den Wunsch aufgegriffen und produzieren das jetzt zusammen. Okay, das war die Reißverschlussfrage. Roswitha, du bist 62. Komm, das ist doch... Petra wird 62. Roswitha, wie alt bist du? Haben wir das rausgefunden? Roswitha wird 69. Roswitha, du bist uns aufs Herzlichste willkommen. Okay? So, pass auf. Also, was wir in dieser Woche bekommen haben, ist die neue Serie von Rifle Paper. Und Rifle Paper ist... unter Taschennähern absolut beliebt mit ihren Mustern. Also und deshalb, das, was bei Rifle Paper immer am allerbeliebtesten sind, sind die Canvas-Stoffe. Und jetzt haben die eine neue Serie rausgebracht und haben sage und schreibe 11 Canvas-Stoffe in der Serie. Das ist der Wahnsinn. Also ich habe noch nie eine Serie mit so vielen Canvas-Stoffen gesehen. Und ich will euch die vorstellen, weil die einfach wunderschön sind. Es gibt diesen Print, den ich persönlich ganz, ganz doll mag, der einfach toll aussieht auf Taschen. Also wenn du einfach gerne Taschen nähst, der ist super dafür. Ich hoffe, du kannst das jetzt sehen. Kann man das sehen? Ist das in der Beleuchtung in Ordnung? Das ist jetzt auf fast schwarzem Grund. Der hat so ganz feine Goldakzente. Hier zum Beispiel in dem V oder, das sind Zitronen, die sind gelb. Es sind so einzelne Tiere da drauf. Das ist ein wunderschöner, wunderschöner Taschen-Canvas, woraus ich mir definitiv eine Tasche nähen werde. Den gibt es in 3 Farben. Also es gibt einmal diesen matt-schwarzen Hintergrund, dann gibt es denselben auf beigem Hintergrund. Das ist dieser hier. Finde ich auch wunderschön. Selbes Motiv, also wieder diese... Oh, das ist falsch rum, Entschuldigung. So. Da ist also immer drin dieser V und ein bisschen wild die sind einfach ganz, ganz toll gezeichnet. Die kommen mir gar nicht so richtig toll drüber, wie die sind. Die sind einfach sagenhaft schön. Also ich liebe die sehr. Wir bleiben bei der Tradition, dass wir eine Tasche nähen, aber wir haben keine Rifle Paper genommen. Wir haben darüber nachgedacht, ob wir die für die Box nehmen, aber ich wollte mal was anderes machen, weil wir hatten ja beim letzten Mal schon eine relativ florale Sache und deshalb wollte ich diesmal keine florale Tasche haben, okay? So, dann gibt es den in Blau. Blau ist ja von jeher meine Lieblingsfarbe, also auch das ist ein echter, echter Kandidat für mich. Dasselbe Motiv in Blau. Also diese 3 mag ich sehr, sehr, sehr gerne. Dann gibt es diese, die zum Beispiel die Nani aus unserem Team wunderschön findet. Das ist wieder ein Blumenprint, aber ein bisschen leuchtender. Da sind Mohnblumen drin und so, ein paar kleine Käfer, Erdbeeren. Der ist auch ein sehr, sehr schöner Canvas. Der ist aber jetzt schon relativ nah im Stil, den wir letztes Jahr in der Januarbox hatten. Und deshalb war das eben auch nicht so richtig einer, den ich vorschlagen wollte, weil es einfach so nah ist an der Box, die wir letztes Jahr hatten. Also auch Schmetterlinge, Erdbeeren,
Der ist jetzt auf schwarzem Grund auch echt toller, toller Canvas. Also für die Taschen- und Täschchennäher möchte ich den einfach total empfehlen, weil die einfach wunderschön sind. Egal, ob du jetzt einen Rucksack, eine große Tasche, einen Shopper, kann ich total empfehlen. Ich zeige mal die anderen jetzt einfach ganz schnell, damit wir die jetzt nicht alle noch im Detail zeigen. Es gibt halt verschiedene Designs. Das sind etwas kleinere Designs aus der Serie. Typisch Rifle Paper, typische Blumenmuster. Ja, das hat sie in England gemalt auf einer Reise und hat die dann umgesetzt. Und es ist eine sehr, sehr vielseitige Serie. Wir haben auch die Baumwollstoffe und da sind schon ein paar richtig, richtig coole Stoffe dabei. Also ich bin ganz großer Fan hiervon. Und einen zeige ich euch noch, den ich auch mitgebracht habe. Mein Stuhl kippt. Also. Dann sind sogar noch die Schließen dran. So, den zeige ich euch jetzt auch nochmal schnell. Das ist auch ein Canvas, der heute in den Shop gewandert ist. Ein ganz schöner, ja, die Farbe ist Wassermelone. Ich finde das eigentlich mehr so ein Erdbeergrundton. Auch ein richtig schöner Canvas, falls dir die Farbe aus der Box nicht gefällt. Ist das auf jeden Fall eine Option. Und ich habe jetzt einfach, ich mache das jetzt hier echt im Schnelldurchlauf, ne? Ich habe einmal alle Farben mitgenommen, die wir als Henkelfarben haben. Also auch hier haben wir so eine große Auswahl. Und das ist nur 80 cm. Noch nicht mal. Also wir haben ja jetzt auch die mit den Clipsern. Also wir haben alle Farben, die der Hersteller überhaupt hat im Shop. Und da ist eben eine ganz, ganz große Farbauswahl mit Bronze, mit Kupfer, mit Silber, Gold, verschiedenste Brauntöne, verschiedene Brauntöne, Curry, zwei Blautöne, zwei Rottöne. Also hier ist echt richtig was dabei. Und wenn, ich liebe die sehr, immer die Gegenstücke auch. Also wenn dir Taschennähen Spaß macht, wenn du nochmal die Rory nähen wolltest aus den aktuellen Stoffen, kannst du ja genauso machen, ne? Falls das Schnittmuster jetzt nicht deins ist oder das dir zu aufwendig ist oder wie auch immer, kannst du auch einfach eine Rory draus nähen. Und will ich nur sagen, wir haben jede Menge zur Auswahl, wo du eben auch starten kannst. Wir haben Jeans. Das ist was für meinen Gedankenzettel. Wir haben einen noch nicht im Shop, der neu da ist. Und wir haben die Jeans, diese ganz feinen Jeans-Stoffe von Art Gallery. Die sind aber im Shop. Die haben ja mal eine Qualität Jeans rausgebracht, wo du ganz toll Kleidung draus nähen kannst, so ein ganz feiner, den du auch zum Patchworken ganz toll nehmen kannst, weil das eben nicht so ein dicker Jeans ist, ne? Und den kann ich auch sehr empfehlen. Was ist mit Steffi? Eignen sich diese Stoffe gut für eine Decke? Das war ein Vorschlag auf der Inspirationsseite. Es gibt ja dieselben Stoffe auch als Baumwollstoffe. Also dieselben Motive von Rifle Paper gibt es ja auch als Baumwolle. Und wenn du eben Patchwork nähen willst, kannst du ja aus genau denselben Stoffen, teilweise sind es dieselben, teilweise sind es andere Motive, kannst du ja daraus auch Patchwork nähen. Also das ist zum Beispiel der schwarze, den gibt es auch auf ganz normaler Baumwolle, ne? Also das ist überhaupt kein Ding. Canvas würde ich nicht unbedingt für eine Decke nehmen, aber du kannst ja aus dem deine Decke nähen. Und das ist schon cool. Wenn du so ein, also ich finde das einfach unheimlich schön, wenn du so einen Stoff wie diesen hast, der einfach so viel schon in sich hat. Warum nicht einfach auf die Rückseite ein Flanell oder irgendwas und fertig ist die Decke? Also da muss man ja, wenn man möchte, auch gar kein Patchwork machen, ne? Also du kannst ja auch einfach drauf loszaubern, ne? Könntet ihr mal dünne Lederbänder bei Noodlehead besorgen? Die suche ich auch immer. Ja, Leder war letztens schon mal ein großes Thema. Wir haben da tatsächlich ein bisschen Probleme mit der Quelle, ehrlich gesagt. Aber wir haben das auf dem Schirm. Danke für den Hinweis.
Wie verändern sich die Henkel denn auf Langzeit gesehen? Also ich habe nicht das Problem, dass die am Anfang sind die fest, das stimmt, aber auf Dauer eigentlich nicht. Das ist ja ein Material, das weicher wird mit der Zeit. Ach, die Farbe Jeans bei den Henkeln. Die Farbe Jeans haben wir bei den 50 cm langen, richtig? Gibt es in 80 in Jeans? Finde ich raus. Finde ich raus. Ich muss um 4 aufstehen. Oh Gott, Susi, ab ins Bett. Die Henkel werden mit der Zeit weicher, sagt Katrin. Morgen nähen wir doch nicht, oder? Nein, Anja, morgen wird gesprochen über Nähmaschinen mit unserer Expertin, mit der Petra. Wir nähen am Donnerstag. Ich fand den Tipp mit Baumwolle auf Canvas befestigen, so, da gibt es sogar viele Optionen, auch wenn der Lieblingsstoff nicht auf Canvas gedruckt. Das stimmt. Ich mache das ganz häufig. Also wenn ich einen Stoff gerne etwas fester hätte, dann bügele ich G700 hinten auf und dann hat er fast eine Canvas-Qualität zum Vernähen. So, ihr Lieben, ihr verschwindet ins Bett, ich auch. Wir sehen uns morgen Abend mit Petra. Ich freue mich da riesig drauf. Bringt eure Fragen mit. Ich freue mich und wir halten uns ran, dass wir die Dinge fertig bekommen, die hier fertig werden müssen. Und wir nähen am Donnerstag. Ich hoffe, morgen haben dann schon einige mehr auch ihre Box. Und ich danke euch für die Geduld, die es diesen Monat abverlangt. Ich habe ein gutes Gefühl, dass es in den nächsten Monaten ein bisschen runder läuft. Wir auch jetzt einfach auch ein bisschen mehr Vorlauf in den Projekten haben oder die Hersteller uns das ermöglichen und wir einfach zukünftig wieder ein bisschen besser on time sein können. Kommt das Schnittmuster morgen in den Shop? Ich hoffe sehr. Ich kann es nicht versprechen. Wie gesagt, es muss noch durch die Grafik. Das geht durch so viele Hände noch. Ich hoffe, dass das noch passt, ja? Ja, Andrea, die Zipper sind bestellt. Ihr Lieben, ich wünsche euch eine wunderschöne Nacht. Danke, dass ihr heute da wart. Es ist immer ganz, ganz schön mit euch. Und ich freue mich auf alles, was wir angezettelt haben. Und wir versuchen jetzt da eins in das andere zu bringen, damit wir das jetzt endlich mal wie geplant in der Zeit alles auf die Straße bringen. Ihr Lieben, gute Nacht. Schlaf gut. Es war schön mit euch. Bis dann. Tschüss.